Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anführungszeichen gespielt. Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuber erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, geschieht 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Kick es auf. Flutlichtspiel am Biberer der FC 08 Homburg gastiert in Offenbach. Es ist das Duell zweier direkter Tabellennachbarn. Der Tabellensechste gastiert beim Tabellenachten. Der Tabellenachte, der OFC, er hätte heute die Chance vorbeizuziehen am FC 08 Homburg. 3 Punkte trennen beide Mannschaften aktuell und der OFC eben nur mit dem einen Tor schlechtere Tordifferenz, sprich ein Sieg heute. Man würde am FC 08 Homburg und zumindest über Nacht auch an der SGV Freiberg vorbeiziehen können. Das ist alles aber noch Zukunftsmusik. Davor stehen ganz harte 90 Minuten an. Beide Mannschaften sehr, sehr stark besetzt. Beide Mannschaften hoch anzusiedeln in der Regionalliga Südwest. Beide Mannschaften aber auch geeint dadurch, dass sie sich sicherlich etwas mehr vorgestellt hätten im bisherigen Saisonverlauf. Wobei man aber sagen muss, beim OFC zuletzt die Formkurve klar nach oben zeigend. Und auch wenn das letzte Auswärtsspiel etwas frustrierend zu Ende gegangen ist, 2 schöne Tore gab es sicherlich dennoch zu bestaunen. Und die möchte jetzt gleich mein Kollege Marius Schnellke oben in der Kommentatorenbox sich mit euch angucken. Deswegen ab zu dir nach oben, lieber Marius. Ja, es fing alles gut an im Spiel gegen Freiberg. Hallo lieber Kasper, hallo an alle Zuhörer und Zuschauer hier im Kickers TV. Dominik Wanner hat das 1:0 erzielt nach einem schönen Steckpass von Keanu Staude, der leider in der Halbzeit ausgewechselt werden musste, heute auch leider noch nicht dabei sein kann.
der kuriert sich jetzt mal ordentlich aus. Das ist auch gut für ihn, sodass er danach wieder ganz fit bei uns ankommen kann. Und selbiger hat dann das 2:0 erzielt, das zwischenzeitliche. Ja, das waren die Tore unseres OFCs. Danach noch gute Chancen gehabt durch Kovacic und auch durch Nima Nazarov. In der zweiten Halbzeit ging dann leider nicht mehr so viel. Und Freiberg kam zurück. Trotzdem, 7 Punkte aus der englischen Woche mit nach Hause geholt. Die nächste englische Woche steht bevor. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, will ich auch noch mal ganz kurz euch was ankündigen. Und zwar habe ich mit Thomas Brückel von Die Gode gesprochen im Fanclub. Und die stellen am nächsten Dienstag für die Fahrt nach Wolfhagen einen Fanbus. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr, Abfahrt um 13 Uhr vom VIP-Parkplatz neben dem Stadion. 25 Euro kostet das Ganze, um mitfahren zu können. Gibt noch genug Plätze, für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Also macht euch auf nach Wolfhagen und schreit unsere Mannschaft in die nächste Runde. Das werden auch die Fans hier heute im Stadion tun, uns nach vorne peitschen. Und ich glaube, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren und schauen uns mal die Aufstellungen des heutigen Spiels an. Der OFC startet wie folgt mit Johannes Brinkis im Tor. Davor dann im 4-3-3-System mit Ronny Marcos natürlich heute wieder als Kapitän auf dem Platz. Auf der linken Verteidigerseite in der Mitte dann Knote und Sorge, die die Innenverteidigung bilden. Und rechts Jason Breitenbach vor der Viererkette. Marc Wachs, der wieder genesen ist, auch wieder ganz fit ist und uns heute weiterhelfen kann. Dann links Leon Müller, rechts Dima Nazarov. Über die linke Seite Dominik Wanner, rechts Kevin Lenkford, der auch wieder fit ist. Und ganz vorne drin, heute mal wieder von Beginn an, Marcos Alvarez mit der Nummer 10. Und wir haben natürlich auch einen Gast. Ich lasse den Kasper erstmal ankommen. Der ist nämlich von unten gerade nach oben getrabt. Und wir schauen uns die Aufstellung des FC 08 Homburg an. Und sie spielen so, wie wir uns das vorstellen. Und auch wie Jörg Grunau, unser toller Redakteur und der Mann für die Recherche für uns, sich das vorstellt, mit Kretschmer im Turm, Lippert, Kirchhoff, Weber und Steinmetz hinten in der Viererkette. Davor dann im 4-4-2-System Jansen und Ristel, der Kapitän auf der Doppelsechs quasi. Links Weihrauch, rechts Mendler. Die beiden sind gut, die sind schnell, die haben tolle Flanken drauf. Das wissen wir auch aus dem Hinspiel noch. Und vorne drin dann Hummel und Harris, also auch ein hochgewachsener Sturm mit Harris, der, glaube ich, mit einer der effektivsten und besten Torschützen der Liga bisher ist. Also auf die müssen wir aufpassen. Und Kaspar, jetzt nochmal ganz herzlich willkommen auch hier neben mir auf dem Kommentatorenplatz. Ja, jetzt bin ich bei dir oben angekommen. Ich denke, das war nochmal ein interessanter Blick zurück auf Freiberg. Und du hast die Aufstellung ja schon durchgegangen. Ich weiß nicht, ob du schon dazu gekommen bist, darauf hinzuweisen, dass sich beim FC 08 Homburg ganz kurzfristig was in der Aufstellung geändert hat. In der Grafik haben wir es schon richtig drin gehabt. Denn eigentlich stand auf dem Aufstellungsbogen mit der Nummer 8 Max Dombrovka drauf. Der hat sich aber beim Aufwärmen kurzfristig verletzt und dementsprechend Tim Steinmetz nachgerückt auf der Rechtsverteidigerposition. Das ist etwas, was wir ohnehin erwartet hatten, dass Steinmetz starten würde. Und jetzt hat es durch diese Verletzung traurigerweise Richtigkeit bekommen. Aber ja, ich denke auch Max Dombrovka bzw. Tim Steinmetz, sehr, sehr starker Ersatz. Und du hast es schon angesprochen, die starken Offensivspieler beim FC 08 Homburg. Die stellen den Topscorer und den Top-Torjäger der Liga. Topscorer Markus Mendler, 8 Tore, 17 Assists, die der Mann auf wahrscheinlich rechts außen, könnte aber auch links außen spielen, da mitbringt Markus Mendler. Topscorer, wie gesagt, und Top-Torjäger Phil Harris, 16 Treffer. 22 Jahre erst jung, der ist bei Dynamo Dresden ausgebildet worden, hat noch ein Jahr Vertrag, also mal gucken, ob der ein oder andere Drittligist versucht, ihn da loszueisen. Mit der Quote wird er auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht haben. Das denke ich auch, also da werden einige Scouts unterwegs sein in Homburg, auch wenn die letzten Spiele für Homburg in dieser Rückrunde jetzt nicht alle gut gelaufen sind. Diesen kritischen Fragen mussten sich Danny Schwarz und auch ein Phil Harris übrigens, der im der PK vor dem Spiel dazu Gast war, auch stellen. Also ein Redakteur, der wirklich gemeine, unangenehme Fragen gestellt hat, den mussten sie stellen. Es läuft nicht alles so rosig bei Homburg. Letztens haben sie aber mal wieder gewonnen. Heute also ein Spiel auf Augenhöhe, was erwartet wird. Beide Mannschaften nicht ganz so in die Liga gestartet bzw. in der Liga aufgetreten, wie sie es wollten. Heute also eine umkämpfte Partie, da sind sich beide Trainer einig, sowohl Christian Neidhardt als auch Danny Schwarz vom FC 08 Homburg. Ein Duell wahrscheinlich auf Augenhöhe und mit einem Sieg könnte man über Homburg springen in der Tabelle. Und dass das möglich ist, das liegt eben daran, dass wenn das letzte Kalenderjahr beim OFC sehr unbefriedigend war, man doch sagen muss, in 2024, wie der OFC auftritt über weite Strecken, ist extrem erfreulich, insbesondere die Heimauftritte. Wenn ich das richtig gelesen habe in der Offenbach-Post, in den letzten drei Heimspielen 15:1 Tordifferenz. Das ist schon
absolut brachial und sorgt eben dafür, dass man jetzt auch in der Tordifferenz an Homburg so nah dran ist, dass man heute mit einem Sieg vorbeiziehen könnte. Wir erwarten dieses Spiel heute also mit Spannung. Trainer Danny Schwarz beim FC 08 Homburg hat auch im Vorfeld gesagt, er erwartet ein hitziges Spiel, ein Fight, aber eben ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, beide Mannschaften bringen individuelle enorme Qualität mit und dementsprechend dürfen wir gespannt sein, wer diese Qualität heute besser ausgespielt bekommt. Du hast es ja schon angesprochen, ein Marcos Alvarez zurück in der Startelf. Der möchte sicherlich zeigen, dass diese Nominierung von Trainer Christian Neidhardt berechtigt war. Absolut, auch angesprochen, Kevin Langford heute wieder mit dabei. Er setzt also 1:1 Keanu Staude auf dem Flügel, nachdem er doch ein paar Wochen draußen war. Kevin Langford durch eine muskuläre Geschichte, eine Zerrung, ist er also wieder vom Beginn an mit dabei. Wir hoffen, er kann genau da ansetzen, wo er aufgehört hat vor seiner Verletzung. Und wir schauen auch noch mal auf ein paar Zahlen und Statistiken vom FC 08 Homburg. Du hast es angesprochen, Markus Bendler, einer, der für die Standards auch verantwortlich ist. 11 Tore nach Ecken haben sie schon erzielt. Das ist ein guter Wert, also der bringt die schon gefährlich rein. Da haben Noe Knote und Alex Sorge viel zu tun hinten, um rauszuköpfen. Sorge, hochgewachsene Innenverteidiger, wird das aber hoffentlich alles wieder gut wegräumen. Von da hinten 15 Gegentore haben sie gefangen nach Spielaufbau, 11 nach Kontern, 7 nach Ecken. Also man kann schon gut auch Tore erzielen gegen Homburg. Man muss nur in den richtigen Spielfluss kommen. Das hat im Hinspiel mal so gar nicht geklappt. Ich glaube, das war mit der stärkste Gegner in der ganzen Hinrunde, auch spielerisch, auf den wir da getroffen haben im Waldstadion in Homburg. Und das Hatzic hat mal zwischendurch noch mal ganz kurz Hoffnung aufblitzen lassen. Hat das 1:1 erzielt, das zwischenzeitlich. Aber dann war es ein Kopfballtor zum 2:1, der dann die Hoffnung gebrochen hat im Rückspiel. Du hast es erwähnt, der OFC erstarkt in dieser ersten Hälfte des Jahres 2024. Und da können wir drauf hoffen, während wir hier sehen, dass schon die Offiziellen rauskommen. Auch die Auswechselspieler jetzt langsam aber sicher auf den Bänken Platz nehmen werden. Kurzer Blick auf die Uhr. Handy habe ich gerade verloren, jetzt habe ich es aber wiedergefunden. 18.57 Uhr, also noch ein paar Minütchen. Olaf Kruse ölt noch mal so ein bisschen seine Stimme. Und dann kann es hier gleich losgehen mit dem 29. Spieltag der Regionalliga Südwest. Wir haben nicht mehr allzu viele Heimspiele. Ihr habt sicherlich auch von der Aktion gehört. Schaue 4, kaufe 3 Spiele. Hoffentlich haben sich einige das gegönnt. Und jetzt laufen die Mannschaften ein. Das Ganze mit den Einlaufkindern von FC Günzfeld. Und bei Tauber Bischofsheim sind die und KV Mülheim G&E-Jugend. Das Ganze präsentiert von der Rewe-Familie Güler. Und da haben wir gerade Marcos Alvarez im Bild und gerade eben durch dieses Bild durchgelaufen. Ein alter Bekannter, Benjamin Kirchhoff. Wer den alle sicherlich noch aus dem Trikot von Kickers Offenbach kennen, ist inzwischen, ja, gehört fast zum Inventar der Regionalliga Südwest. Den siehst du eigentlich jede Saison als Kickers-Fan wieder. FC 08 Homburg, auch einige Jahre bei beim TSV Steinbach-Haiger gewesen. Und TSV Steinbach-Haiger, vielleicht Stichwort weniger Heimspiele, die wir noch haben. Ein letztes Heimspiel, das letzte Heimspiel der Saison, ist dann eben gegen den TSV Steinbach-Haiger. Sicherlich nochmal ein würziges Duell. Und wer weiß, ob dafür Steinbach noch große sportliche Spannung drauf liegt. Es könnte sein, dass sie in diesem letzten Spiel noch ganz dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen. Verrückte Liga. Verrückte Liga dieses Jahr. Wir sagen es immer wieder, das ist oben wie unten alles sehr, sehr knapp. Vor allem, wenn man bedenkt, Steinbach-Haiger, vorm Ende der Winterpause hat man noch nach oben geschielt. Also sie haben in der Winterpause gesagt, okay, wenn wir jetzt gut rauskommen aus der Winterpause, haben wir nochmal die Chance, oben anzugreifen. Aber da sieht man, wie eng es in dieser Liga ist. Denn das war nicht unberechtigt, dass sie sich diese Hoffnung gemacht haben. Sie waren nicht so weit weg. Und jetzt nach Homburg, ja, begeht da ein kleines Sakrileg, möchte ich sagen. Also OFC beginnt nicht von rechts nach links, so wie er es liebt, sondern spielt erst von links nach rechts, das Ganze natürlich unter Pfiffen. Denn man spielt am liebsten erstmal in Richtung Stadt. Und dann in der zweiten Halbzeit auf die Gelabsbräu-Tribüne. Und was ich absolut klasse finde, Waldemar-Kleintribüne, da weht eine Fahne, das ist die Leverkusen-Offenbach-Fahne. Und wer, ich glaube, gestern Europa League geguckt hat, der hat diese Fahne auch gesehen. Denn gestern war sie eben in Leverkusen, heute ist in Offenbach. Wer auch immer diese Fahne schwenkt, voller Einsatz für beide Vereine. Richtig geil. Und wir drücken natürlich Leverkusen die Daumen, dass sie vielleicht am Sonntag, haben sie, glaube ich, die Chance, schon Meister zu werden. Wir hoffen natürlich mit über 40 Jahre Fanfreundschaft, die gelebt wird. Das ist absolut toll.
Und wenn Leverkusen dann auch noch Meister wird, dann haben wir alle etwas zu feiern. So, wir konzentrieren uns aber erstmal jetzt hier auf den 29. Spieltag der Regionalliga Südwest. Diman Azarov steht bereit beim Anstoß. Hat also gleich den ersten Kontakt dieses Spiels. Es geht gegen den FC 08 Homburg. Schiedsrichter schaut noch ein letztes Mal auf die Uhr. Und dann kann es losgehen. UFC mit dem Anstoß. Leon Müller erstmal ganz zurück zu Noel Knote. Der mit dem weiten Schlag nach vorne. Da vorne suchen sie Kevin Lenkfort, der aber aus dem Abseits noch raus musste. Deswegen landet der Ball zunächst beim Gästetorhüter Kretschmer. Der jetzt verteilt auf seinen Innenverteidiger. Und dann geht's rechts raus zu Tim Steinmetz, der einen Haken schlägt und zurückspielt zu Benny Kirchhoff. Nimmt den Ball an, wird dann gestresst von Kevin Lenkfort. Und dann geht's auf die linke Verteidigerseite zu Dennis Lippert. Lippert steigt einmal auf den Ball. Gutes Zustellverhalten da vom UFC. Neue Knote hält sich den Gegner vom Leib. Und dann geht's weit nach vorne in Richtung Markus Mendler. Aber Alex Sorge ist da. Und es gibt den ersten Einwurf für den UFC, denn Lippert war als letztes am Ball. Ja. Jason Breitenbach heute als Rechtsverteidiger unterwegs. Auch das hat er zuletzt wirklich bärenstark gespielt. Jason Breitenbach. Ja, auch das ist eben ganz, ganz wichtig für eine Mannschaft, dass du Spieler hast, die auf mehreren Positionen spielen können. Ich glaube, Lucien Favre hat es seinerzeit mal polyvalente Spieler genannt. Und der UFC mit dem ersten Ballgewinn. Aber dann auch mit dem Ballverlust, Fehlpass von dem Marcos. Und jetzt versucht Homburg direkt schnell umzuschalten. Mendler, der da in die Tiefe geschickt wird. Aber Brinkis, der da ganz aufmerksam ist und diesen tiefen Ball abfängt, bevor da Mendler rankommen kann. Der auf links außen spielt. Wir hatten ihn auf rechts außen eingetragen. Aber dann hat er mit Patrick Weihrauch die Seiten getauscht. Weihrauch über rechts und Mendler über links. So scheint es sich jetzt erstmal darzustellen. Das Ganze in einem 4-4-2. Marc Wachs für den UFC jetzt aber zunächst erstmal am Ball. Wird jetzt gestört von Harris. Spielt zurück zu Johannes Brinkis an diesem Freitagabendspiel. Und weiter Schlag nach vorne von Johannes Brinkis in Richtung Kevin Lenkfort. Abseitsfahne geht hoch bei diesem Kopfballduell zwischen Lenkfort und Benny Kirchhoff. Stand da wohl ein Zentimeter drin. Schiedsrichter übrigens, das sind wir euch noch schuldig. Mika Forster zusammen mit seinen Assistenten Raphael Kastner und Fabio Kutterer. Auch den dreien wünschen wir natürlich ein faires und gutes Spiel. Homburg im Ballbesitz. Hinten in der Verteidigung, dann erstmal in die Schnittstelle gespielt. Und dann geht es relativ schnell auf die rechte Seite raus. Steinmetz, den Ball vorantreibt, Weihrauch findet. Aber Leon Müller erstmal da, zusammen mit Ronny Marcos. Sorge mit dem Kopf dazwischen. Und der UFC gewinnt den Ball mit Diman Azarov. Der verteilt dann auf die rechte Seite zu Jason Breitenbach. Der treibt die Kugel voran. Breitenbach wird gestört von Markus Mendler. Will Kevin Lenkfort schicken, aber der geht nicht zum Ball, sondern erwartet ihn eher. Aber gut, hinten schon wieder ausgeholfen, sowohl von Diman Azarov als auch von Marc Wachs, der genau dahin läuft, wo der Ball hinkommt und erstmal zur Seite klären kann. Einwurf gibt es also für Homburg. Ja, und das wird jetzt sicherlich noch ein paar Minuten ab und zu. Könnte es sichtbar werden, Kevin Lenkfort, der jetzt eben erstmal wieder reinfinden muss. Aber wir haben eben schon gesehen in Ansätzen, zu was er in der Lage ist, welchen sportlichen Wert er dieser Mannschaft bringen kann. Und da werden wir sicherlich auch heute wieder starke Aktionen vom Rechtsaußen sehen. 1,86 groß, und wir haben es gerade eben schon gesehen, natürlich auch potenziell ein Zielspieler für lange Bälle, wenn du den Ball dann schräg auf die rechte Außenbahn schlagen willst, hat er natürlich mit seiner Körpergröße auch die Möglichkeit, als Flügelspieler die Bälle festzumachen. Jetzt aber erstmal Homburg im Flügelspiel über die linke Außenbahn, und da ist Lenkfort defensiv gefordert. Und dann gibt es, glaube ich, Freistoß für den UFC und Stürmerfoul Phil Harris, wenn ich das richtig deute. Hast du genaueres gesehen, lieber Marius? Leider nicht, aber Jason Breitenbach steht wieder, hat da glaube ich eine Schulter oder einen Ellbogen in Richtung Kiefer bekommen. Nichts Absichtliches, nichts Wildes, kann wieder stehen und es gibt den Freistoß, gepfiffen von Mika Forster. Also gibt es den Freistoß für den UFC tief in der eigenen Hälfte. Johannes Brinkis führt aus und schlägt das Ding weit nach vorne in Richtung Diman Azarov und Kevin Lenkfort. Der Ball dann aber vom Kopf von Dima ins Aus und es gibt den Einwurf für Homburg, weit nach vorne geworfen. Knote gegen Harris. Knote macht das super gegen Harris. UFC Ballgewinn und Einwurf für Rot. Jason Breitenbach holt sich den Ball als Rechtsverteidiger. Hier direkt vor den Augen von Jason Kalibas an der Grasnarbenkamera. Und Breitenbach sucht jetzt vorne und findet Leon Müller in der Zentrale. Dreht er rechts raus zu Jason Breitenbach und an der gleichen Position gibt es erneut den Einwurf. Ja. Marius, wir haben noch gar nicht die Zuschauer getippt, die potenziellen. Deswegen luchse ich dir jetzt gerne, da der UFC den Ball gerade durch die eigenen Reihen laufen lässt. Den Tipp nochmal ab. Ich sage 6.380 und ein Banner geht hoch. Auf geht's, Bayer holt euch die Schale. Das hoffen wir natürlich auch.
Marc Wachs jetzt erstmal am Ball. Schirmt zwei Gegner ab, muss dann eingreifen, verliert aber den Ball und es geht schnell auf die linke Seite. Sorge ist aber da. Räumt erstmal auf und Homburg mit vielen Mann direkt nach vorne. Jetzt geht es aber erstmal zurück und Marcos Alvarez im Sprint da. Macht da Stress. Ja, und ich glaube, es erschallte gerade sogar einmal, auf geht's Bayer, kämpfen und siegen. Also der ganz klare Gruß aus Offenbach nach Leverkusen. Jungs, schnappt euch das Ding, ihr habt es euch mehr als verdient. Und dann Bayer und der UFC, jetzt erschallt, ist ganz laut. Ja, Bayer und der UFC, haben schon den Vorbericht angesprochen. Fanfreundschaft auf hohem Niveau. Ballgewinn jetzt von Dima Nazarov im gegnerischen 16er. Und da wertet Mika Forster auf Stürmerfoul. Erste knifflige Situation. Marcos Alvarez wäre bereit gewesen. Und Dima hat natürlich ein paar Worte in Richtung Schiedsrichter. Sagte, ich habe gar nichts gemacht. Aber trotzdem gibt es den Freistoß für Homburg. Das Ganze müssen wir uns dann nochmal irgendwann angucken, wenn wir das in Real Life nach dem Spiel haben. Und ich bin meinen Zuschauertipp noch nicht losgeworden. Ich sage 6.550, vor allem auch im Hinblick darauf, dass noch die ein oder andere Person gerade ins Stadion hineinströmt. Also Waldemar-Kleintribüne wird wirklich pickepacke voll heute. Mal gucken, wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unseren ohnehin super starken Saisonschnitt von 6.300 Zuschauern pro Spiel nochmal ein bisschen nach oben verbessern könnten heute. Und nach oben verbessern ist auch das Motto in der Tabelle für den OFC, wenn man hier gegen Homburg den Dreier ziehen könnte. Und jetzt geht's richtig ab auf der Waldemar-Kleintribüne. Offenbach und Leverkusen werden gefeiert. Und der OFC, er möchte sich an dieser Party beteiligen. Jetzt kommt er über die rechte Außenbahn, lenkt mit der Hacke auf Breitenbach nach außen gespielt. Ball ist nicht im Seitenaus, deswegen kann der OFC weiter sich im Spielaufbau betätigen. Bricht aber erstmal ab und dann geht es hinten rum. Über die Innenverteidigung, über Knote und Sorge. Dazwischen steht dann noch Marc Wachs, Dreieraufbau gegen die zwei Stürmer des FC 08 Homburg. Wachs dann aber ja ein bisschen mit dem Missverständnis mit Jason Breitenbach. Breitenbach war da gerade in die Tiefe gestartet. Ja, vielleicht nicht ganz sauber erwischt, diesen Ball. Geht ins Seitenhaus, gibt den Einwurf für Markus Mendler und den FC 08 Homburg. Mendler überlässt jetzt seinem linken Außenverteidiger Dennis Lippert den Ball. Einwurf jetzt in Richtung Harris, der Zielspieler schlechthin ist. Abgelegt wieder zu Lippert, aber Lenkfort hilft hinten aus und holt dem UFC den Ball. Dima Nazarov auf der rechten Seite wird verfolgt von Ristel. Immer noch Dima Nazarov auf der rechten Seite gegen zwei und dann wird er in die Mangel genommen. Schiedsrichterfahne geht nicht hoch. Also wirklich, für mich ein Foulspiel, aber Ballgewinn Wanner. Wanner auf einmal auf dem Weg aufs Tor. An der 16er Grenze, der Schuss und Tor! Dominik Wanner mit dem 1:0. Das macht der Bären stark mit seinem starken linken Fuß. Dominik Wanner schnappt sich das Bällchen, weil sein Gegner ausrutscht. Und dann geht's einfach nur noch in eine Richtung. Und dann ein ganz, ganz starker Abschluss mit dem linken Fuß. Links unten ins Eck, 1:0, Kickers Offenbach. Und dann müssen wir, glaube ich, ganz kurz das Tornetz checken, ob das nicht zerrissen ist. Also der hämmert den da drauf, ist schon rein. Ja, da rutscht er weg im Spielaufbau, der Homburger. Und dann Wanner, da sagen alle schieß, schieß, schieß. Und er sagt, ja gut, dann mache ich das eben. Platziert links halb hoch, eigentlich da, wo ein Torhüter noch hinkommt. Aber der war so wuchtig geschossen von Dominik Wanner, dass da eben keine Chance war für Tom Kretschmann. Der UFC führt mit 1:0 und ihr hört es jetzt live aus dem Stadion. Spielminute, Tor. Ja, und Homburg kommt jetzt über die linke Seite. Legen nochmal zurück zum Kapitän, zu Mart Ristel. Wird gestört von Dima Nazarov. Geht zu Boden, sagt dem Schiedsrichter, das war ein Foul. Aber der pfeift nicht. Geht aber trotzdem weiter mit Homburger Ballbesitz. In die Mitte, da ist Ristel wieder, der auf der 6 oft gesucht wird. Und jetzt mit einem Fehlpass auf die rechte Seite. Landet im Seitenhaus. Einwurf gibt es für Ronny Marcos. Ja, große Party jetzt natürlich. Auf der Waldemar-Kleintribüne dank des dritten Tors in Folge von Dominik Wanner. Hat jetzt in diesen und in den letzten zwei Spielen immer jeweils getroffen. Der Mann, der arbeitet gerade an einem kleinen Lauf und einen großen Lauf startet er jetzt auf der linken Außenbahn. Ist er jetzt nämlich schon wieder unterwegs. Dominik Wanner. Jetzt kommt die Flanke hinein in die Mitte. Zweiter Pfosten, Marcos Alvarez, er läuft die Kugel nochmal. Jetzt auf der rechten Außenbahn, kann er den Ball da vielleicht nochmal reinbringen in die Gefahrenzone. Schlägt erstmal den Haken mit dem Außenriss hinein und Tor! Marc Wachs nach Vorlage Alvarez. 2:0 führt der OFC nach nur 9 Minuten. Und Marc Wachs macht es. Das 2:0. Das ist ein Doppelschlag, wie er im Buche steht. Marc Wachs, der reingrätscht nach der tollen Vorarbeit von Marcos Alvarez, der dranbleibt, da am langen Pfosten sich den Ball wieder einsammelt. Und dann gibt es nochmal das persönliche Dankeschön von Marc Wachs, der hier seinen nächsten Treffer markiert.
2:0, Doppelschlag für den OFC, 8. und 10. Minute. So sieht's aus. Marc Wachs mit dem 2:0. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Grätsch da stark rein. Ganz, ganz langes Bein und da nichts zu machen für Kretschmer im Tor der Homburger. Neuer Spielstand 2:0 für den OFC. Erfolgreich die Nummer 16. Marc! 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 So, jetzt haben wir noch. Da scheppert es, der Name. Es scheppert nicht nur im Tor, sondern auch noch auf den Tribünen. Weil man ihn feiert, Marc Wachs, den Torschützen zum 2:0. Kevin Lenkfort schon wieder den Ball eingesammelt. Und da ist Marc Wachs zurückgelegt. Erstmal auf Noel Knote. Ruhige Kugel schieben, heißt es jetzt erstmal in der Verteidigung des OFC. Ist Noel Knote zu Alex Sorge. Aber so ruhig wird es nicht, denn der FC 08 Homburg läuft hoch an. Knote an der Grundlinie, angegangen von Markus Mendler. Chippt den Ball raus in Richtung Dima Nazarov. Dann nimmt der Ball mit der Brust an, dann rechts raus auf Breitenbach. Ball aber noch nicht im Seitenhaus. Geht weiter mit Ballbesitz OFC. Leon Müller auf der zentralen Position zu Dominik Wanner. Auf der linken Seite hinterläuft Ronny Marcos. Wanner mit der Flanke aus dem Halbfeld, aber findet Alvarez nicht, der im 16er zu Boden geht. Aber kein Foulspiel. Weiter geht es mit Kickers Ballbesitz. Ronny Marcos schiebt zurück zu Alex Sorge. Und natürlich wird jetzt gefeiert hier im Stadion. Also, vielleicht gehe ich doch nochmal hoch mit meiner Zuschauerzahl, die ich schätze. Nach dem, was man hier so hört. UFC weiterhin Ballbesitz mit Alex Sorge in der Verteidigung. Sie sind auf jeden Fall lauter als 6.300 bis 400. Mal gucken, wie viel es dann tatsächlich sein werden. Wir sind gespannt. Aber natürlich auch beglückt durch diesen absoluten Traumstart, den der UFC hier hingelegt hat. Binnen 2 Minuten hat man hier auf 2:0 gestellt. Ganz tolle Angriffe auch jeweils, beziehungsweise einmal war es ein toller Ballgewinn von Wanner und einmal ja, ein toller Spielzug über die linke Außenbahn und jetzt sofort erhebt sich das Stadion. Warum? Weil sie Kickers sind und ja, das tun sie jetzt gerade, glaube ich, auch vor lauter Stolz darüber, wie diese Mannschaft hier gestartet ist in dieses Spiel. Es ist einfach ganz, ganz toll, dass diese Mannschaft einem diesen Kalenderjahr deutlich, deutlich mehr Freude macht. So viel Freude macht aktuell. Aber klar, das ist jetzt hier nur eine Anfangsphase. FC 08 Homburg hat es absolut spielerisch im Tank, hier drauf die Antworten zu finden und den OFC über 90 Minuten noch massivst zu beschäftigen. Aber wenn der OFC es schafft, so weiter zu spielen, dann ist mir da überhaupt nicht Angst und Bange. Und der OFC über rechts mit Lenkfort möchte da ins Zentrum spielen zu Alvarez. Wird aber abgeblockt vom Mann mit der Nummer 20, Maximilian Jansen. Das ist der Unglücksrabe, der da weggerutscht war vorm 0:1. Den Ball, den sich dann Dominik Wanner eingesammelt hatte. Ja, Stimmung zum Genießen hier im Stadion am Biberaberg. OFC im Ballbesitz mit Alex Sorge und auf der linken Seite jetzt Ronny Marcos, der ganz zurückspielt zu Johannes Brinkies. Danny Schwarz, der Trainer der Homburger, schreit seine Spieler nach vorne. Pressing, weiter Ball jetzt von Knote in Richtung Alvarez, landet aber bei Lenkfort, der den Ball verliert und auf der linken Seite dann aber gut nachsetzen. Es gibt den Einwurf für den OFC, gut nachgesetzt von Leon Müller, starke Aktion von ihm. Und Jason Breitenbach holt sich den Ball ab für diesen Einwurf. Darf eigentlich noch ein paar Meter nach vorne laufen, da sollte der Schiedsrichter nichts dagegen haben. Breitenbach führt aber jetzt auf dieser Stelle aus, nach vorne zu Lenkfort. Der wird geblockt vom Gegenspieler. Und es gibt den Einwurf für Homburg. Lippert weit nach vorne. Jason Breitenbach mit dem Kopf dazwischen und Leon Müller nach vorne. Dima Nazarov im Zentrum, wie er sich den Ball da pflückt, ist Wahnsinn. Und schickt jetzt Wanner auf die Reise. Wanner auf dem Weg zum 3:0. Dominik Wanner mit dem 3:0. Und das macht er überragend. Und das macht Dima Nazarov auch überragend, wie er ihn da sieht und schickt. Und ein ums andere Mal läuft er da seinem Gegner einfach davon und schiebt stark ein zum 3:0. Dreierpack OFC in den ersten 14 Minuten. In einer Zeitspanne von 6 Minuten trifft der OFC. Also dreifach, zweimal Wanner, einmal Wachs. Wow, was für ein Tor. Nazarov, der sich den Ball hier mustergültig runterpflückt und dann Wanner in Szene setzt. Super Pass auf Wanner, der bleibt cool vorm Torwart und vollendet ins kurze Eck zum 3:0, Kasper. Wow, 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 wow. Was für ein Start. Eine Viertelstunde hat es gebraucht und der OFC führt hier mit 3:0. Und wir müssen schon wieder das Mikro Richtung Waldemar Kleintribüne halten. Erneut erfolgreich die Nummer 11, Dominik. 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 Der neue Spielstand, Kickers. Hamburg.
So kann es weitergehen. Und Homburg natürlich bemüht, jetzt irgendwie Ruhe reinzubringen in dieses Spiel. Schieben zurück zum Keeper, zu Kretschmer. OFC wird natürlich nicht aufhören, Fußball zu spielen, weiter nach vorne zu spielen. Sie wollen jetzt dieses Momentum nutzen, was sie sich aufgebaut haben in der Anfangsviertelstunde. Homburg kommt jetzt aber mal durch das Zentrum. Über links viel Platz für Lippert. Da kriegen sie den Ball aber erstmal nicht hin. Markus Mendler holt sich den Ball auf die rechte Seite gelegt zu Jensen, der rechts raus. Weihrauch mit der Flanke. Er kommt gut auf Mendler und da ist der Anschlusstreffer zum 3:1. Markus Mendler per Kopf nach einer Flanke von der rechten Seite. Gute Flanke und auf einmal steht er da, sehr frei. In der Mitte und darf einköpfen zum 3:1 in der 16. Spielminute. Also nur noch 3:1, Markus Mendler, wir schauen uns das Tor natürlich auch nochmal an, hat selbst eingeleitet und dann kommt die Flanke, ist dann frei hinter Müller zum Kopfball. Knote kann auch nichts mehr machen, so wirklich. Also torreicher Beginn hier. Im Stadion am Biberaberg. Mendler mit dem 3:1. Ah, da wurde auch sofort die Qualität vom FC 08 Homburg deutlich. Die sind so gut bestückt, die sind so stark, die Homburger, dass auch ein solcher Start, dass du nach einer Viertelstunde 3:0 hinten liegst am Biberaberg, dich nicht aus dem Konzept bringt und du sofort die Antwort parat hast. Da musst du schon wirklich fußballerisch einiges drauf haben. Die Flanke war richtig gut, natürlich. Gilt sich aber auch zu fragen, warum ist Markus Mendler da im Zentrum derartig alleingelassen und frei? Aber es ist die erste Offensivaktion der Homburger. Das erste, da muss er eigentlich Vorteil weiterlaufen lassen. Mart Ristel, der sich da wehgetan hat beim Zweikampf mit Dominik Wanner. Sollte aber natürlich Freistoß für den OFC eigentlich geben. Vorteil haben sie nicht gegeben, sondern die Situation abgepfiffen. Das wäre viel, viel Platz da gewesen auf der rechten Seite für Kevin Lenkford. Also da kann ich den Schiedsrichter gespannt nicht so wirklich verstehen. Klar war es ein Foul, aber es ist auch ein klarer Vorteil, der da eben nicht gegeben wurde. Und eine gelbe Karte gibt es auch nicht, sondern nur ernste Takte. Naja. Spielerisch geht es weiter, auch für Mart Ristel. Freistoß jetzt für den OFC, links raus auf Ronny Marcos. Chipball in die Spitze in Richtung Leon Müller. Der kommt erstmal nicht dran. Homburg klärt über die Seitenlinie. Gibt den Einwurf für den OFC. Und dann gibt es die erste Ecke des Spiels. Also 4 Tore vor dem ersten Eckball. Das habe ich, weiß ich nicht. Da müsste man mal in die Geschichtsbücher gehen, ob es sowas in der Geschichte dieser Liga schon mal gegeben hat. Also absolut spektakulärer Auftakt. Schon 4 Tore gesehen. Allesamt waren sie auch wirklich schön. Auch, muss man neidlos anerkennen, auch das Tor der Homburger hatte einen gewissen Kunstwert und vielleicht kann der OFC jetzt direkt das nächste machen. Also, Marc Wachs, ein Tor hat er schon geschossen, jetzt könnte er eins vorbereiten. Mit links in den Strafraum hineingechippt, versucht zu verlängern, ein bisschen Gewühl. Homburg hat den Ball jetzt aber final rausgeklärt durch Mendler. Ronny Marcos als letzter Mann in der Absicherung. Schaut dann jetzt, wo er hinspielen kann, muss dann erstmal auf links anlaufen. Und dann geht es links raus auf Wachs, der verlängern möchte für Marcos. Macht er da gut und Ronny Marcos wird da gefoult und dann müsste es Freistoß für den OFC geben. Nein, gibt es nicht. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, die Reaktion der Waldemar-Kleintribüne ist da ziemlich eindeutig. Die hätten da gerne einen Freistoß gesehen, Schiedsrichter Mika Forster hat aber anders entschieden. Einwurf, FC 08 Homburg, die jetzt also ja, vielleicht ein bisschen angekommen sind in dieser Partie mit diesem Treffer. Wird sicherlich für sie psychologisch ganz wichtig sein, jetzt ja auch ein Gesetz zu haben, um eben nicht komplett überrollt zu werden vom OFC. Der OFC mit Nazarov, der da gefoult wird. Sage ich, der Schiedsrichter sagt aber Ball gespielt. Falls wir einen Replay haben, bin ich darauf gespannt. Jetzt kommt aber erstmal Homburg über die linke Außenbahn. Da müssen wir aufpassen, Lippert jetzt mit der Flanke hinein, aber Wachs ist direkt da, um die Flanke abzublocken. Aber ihr hört es, Nazarov. Nazarov gegen Mart Ristel, das war die Aktion. Wir haben sie auch nochmal in der Wiederholung. Also, erster Kopfball und dann ist es Ristel, der den Ball gegen Lenkford verliert und dann ganz klar zu spät kommt gegen Dima Nazarov. Also, das ist für uns ein glasklarer Freistoß und ein Dima Nazarov, der sich da am Sprunggelenk ein bisschen wehgetan hat bei dieser Aktion, wird da jetzt behandelt. Mika Forster, also, das hätte man auch geben können als Freistoß, also geben müssen vielleicht sogar.
Klar, ich glaube, ein bisschen Ball hat er getroffen, aber kommt da eben zu spät gegen Dima Nazarov. Ja, vor allem auch in Verbindung mit der Szene davor, wo man auch schon bei Max Dombrovka, bei Mart Ristl über eine gelbe Karte hätte nachdenken können. Ja, jetzt wäre sie angebracht gewesen, aber wenn der Schiedsrichter natürlich nicht auf Foul entscheidet, dann kann er auch schlechter eine gelbe Karte geben. Das leuchtet mir schon ein. Unglückliche Entscheidung, nennen wir es so. Und jetzt aber der Eckball für Homburg. Und das können sie natürlich. Und haben sie einen, der kann das ganz besonders gut. Markus Mendler, gerade eben schon getroffen mit der Nummer 11. 17 Tore hat er schon vorgelegt. Marius hat es vorhin noch vorgestellt, wie oft sie nach Ecken treffen. Ich glaube, insgesamt 11 Mal schon. Und jetzt würden sie es gerne ein 12. Mal tun. Mit links vom Tor weg. Jetzt läuft er an. Kommt auf den ersten Pfosten mit viel Schmackes. Und da ist Phil Harris, der da auch zum Kopfball kommt. Aber die Ecke kommt mit so viel Schmackes, kommt mit so viel Zug hinein, dass Harris den Ball da, glaube ich, nicht mehr so sauber drücken kann. Und der Ball rauscht links am Tor von Johannes Brinkis vorbei. Aber das war natürlich gefährlich. Und da war sofort sichtbar, wie stark die Standards von Markus Mendler getreten sind. Ja, schwieriges Spiel auch hier für den Referee bisher. Hat jetzt schon die Zuschauer so ein bisschen auf sich gebracht oder gegen sich gebracht. Lenkfort wird jetzt gefoult von Lippert. Das sieht er. Dima Nazarov steht bereit beim Freistoß. Spielt in die Mitte zu Leon Müller. Der wird ein bisschen gezogen. Aber UFC bleibt den Ballbesitz mit Marc Wachs. Rechts raus auf Dima Nazarov. Der kreuzt einmal Mendler. Verliert dann aber den Ball an Jensen. Und es geht schnell für Homburg in die Spitze. Weihrauch verteilt auf die rechte Seite. Nee, sorry, Weihrauch jetzt am Ball. David Hummel, der den Ball da verteilt hat. Muss aber nochmal zurücklegen zu Mart Ristl. Ja, der Mann, der gelb an seinem linken Oberarm trägt, das ist die Kapitänsbinde und meiner Meinung nach eventuell schon eine gelbe Karte hätte sehen können. Homburg kommt über Ristl, rechte Seite in die Mitte gelegt, nochmal zu Jansen. Einmal gegen Wachs, dann in die Mitte zu Mendler, aber Knote ist da, legt zurück auf Brinkis, der mit links nach vorne. Und jetzt können sie rausrücken, die Kickers. Homburg bleibt dabei im Ballbesitz mit Jansen. In die Mitte legt zu Mendler, der hat ein bisschen zu viel Platz. Mendler zieht ab aus der Distanz und Brinkis ist da mit beiden Händen. Der hat geflattert, der Ball. Und wenn er so viel Platz kriegt, der Mendler, dann schließt er halt auch mal ab aus der zweiten oder sogar dritten Reihe war das diesmal. Vielleicht haben wir es auch nochmal in der Wiederholung. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Markus Mendler mit seinem starken linken Fuß wird er dann gefunden von Jansen. Gleich gehen wir wieder live, keine Sorge, die Ecke kommt nämlich gleich rein. Und dann ist Brinkis da. Besser, dass er da mit beiden Händen hingeht. Jetzt Ecke, Mendler mit links auf den zweiten Pfosten. Kommt ein Homburger dran, aber der Ball segelt per Kopf über das Tor. Keine Gefahr für Brinkis. Und Abstoß gibt's. Aber das ist jetzt deutlich zu spüren seit dem Treffer der FC 08 Homburg. Jetzt auch Teil dieser Partie. Vorher hat da der OFC die Homburger ein Stück weit überrannt. Jetzt ist es ein ausgeglichenes Kräftemessen, das, was im Vorfeld auch zu erwarten war. Die gute Nachricht ist aber, dass aus dieser wilden Anfangsphase der OFC jetzt einen 2-Tore-Vorsprung mitgenommen hat und den jetzt in den verbleibenden 70 Minuten hoffentlich sinnigst und bestmöglich verwalten kann, beziehungsweise darauf basierend den Heimdreier ziehen kann. Homburg spielt jetzt erstmal hinten rum. Handspiel wird da ganz stark gefordert nach einem ja, etwas kuriosen Rückpass. Und dann ist es der Felix Weber, dem der Ball vermeintlich an die Hand springt, so fordert es zumindest das Offenbacher Publikum und auch der Marius. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht genau beurteilen. Aber auch ich würde es nicht ausschließen, dass da die Hand von Felix Weber zentral im Spiel war. Schiedsrichter hat es auf jeden Fall nicht geahndet. Und es ist das nächste Foul am OFC, aber jetzt läuft der Vorteil für Lenkfort auf der rechten Bahn. Hat da einen Gegenspieler, zieht da ins Zentrum rein. Lenkfort am ersten und zweiten vorbei. Aber es liegen gleich zwei Offenbacher am Boden. Das dürfte der Schiedsrichter jetzt eigentlich langsam mal abpfeifen. Dima Nazarov erste am Kopf getroffen und Marcos Alvarez am Fuß. Also Doppelaktion unserer beiden Routiniers. Und die beiden bleiben dann auf dem Boden liegen nach diesen beiden Aktionen. Also schweres Spiel bisher fürs Schiedsrichtergespann und es geht ganz schön zur Sache, denn es sind immer wieder schnelle Konter auch auf beiden Seiten, wo sich dann wirklich auch vehement dazwischen geworfen wird. Alvarez sieht nicht ganz so gut aus, wird aber handelt auf dem Boden und Dima Nazarov ist schon wieder auf den Beinen, kriegt jetzt ein bisschen Eis auf den Kopf und es gibt die erste gelbe Karte des Spiels. Jetzt geht sie an Mart Ristl. Also, jetzt hat er sie. Es müsste die dritte sein, wenn wir ehrlich sind. Es müsste die dritte gelbe Karte für Ristl sein, beziehungsweise es könnte die dritte sein. Mindestens eine hätte er eigentlich vorher schon sehen sollen für mein Dafürhalten. Ja, aber das ist gut, dass der Schiedsrichter Mika Forster das jetzt macht. Geht jetzt auch ein bisschen darum, auch den Homburgern zu zeigen, dass die Offenbacher Spieler kein Freiwild sind. Dass man natürlich mit Härte dagegen halten kann, aber dass du dir nicht alles erlauben darfst. Da muss Mika Forster jetzt ein bisschen einen Riegel vorschieben mit dieser gelben Karte. Tut er das hoffentlich auch ein Stück weit.
Ich weiß gar nicht, frag mal in die Regie, ob wir die Aktion vielleicht sogar nochmal haben. Nee. Alles klar, dann müsst ihr euch das nachher bei YouTube nochmal anschauen, bitte. An die, die heute vielleicht sogar zum ersten Mal dabei sind und unseren Stream schauen, das bietet sich jetzt an, das mal zu sagen. Wir kommentieren das Ganze immer im Radiomodus, denn wir haben nicht nur Live-Zuschauer, sondern auch Zuhörer, denen wir das fürs kostenlose Radio anbieten. Und damit die auch immer auf Ballhöhe bleiben, kommentieren wir das Ganze im Radiomodus. Ball läuft wieder. Erste gelbe Karte wurde gezeigt an Felix Weber, zeigen sie jetzt hier im Stadion. Aber ich glaube, es war eigentlich gegen Ristel. Naja. OFC im Ballbesitz mit Sorge. Und Noel Knote rechts raus auf Marc Wachs im Dreieraufbau mit dem weiten Ball nach vorne in Richtung Marcos Alvarez, der einen tiefen Lauf angeboten hat. Gut angenommen, den Ball jetzt zur Seite gedrängt ein bisschen. Mit der Hacke holt er den Einwurf raus. Dima Nazarov ist da, überlässt dann aber Jason Breitenbach, unserem heutigen Rechtsverteidiger, dass er diesen Einwurf ausführt. Zurück zu Noel Knote, wird angelaufen, zurück zu Breitenbach. Der macht das gut gegen Mendler, stark von ihm. In die Mitte gelegt zu Dima Nazarov, der weiter gechippt zu Langford, Laufduell mit dem Torwart. Und dann wird er im 16er gefoult und ich glaube, es gibt Elfmeter. Kevin Langford holt den Elfmeter raus für den OFC, weil Kretschmar zu spät kommt und weil der Pass von Dima Nazarov schon wieder sowas von gut ist. Der war so wohl temperiert, das ist unglaublich. Der hatte... Der Korridor für die Härte dieses Passes, der war verschwindend klein, der Korridor. Der durfte ihn genau so hart spielen, wie er den spielt. Das ist so viel Gefühl, wie er da im Fuß hat. Den chippt er so ein bisschen hoch. Das war Wahnsinn, also, da kann man gar nicht berechnen. Und jetzt tritt er da selbst an für diesen Elfmeter. Übrigens hat der Torwart noch gelb gesehen, das auch an unsere Regie zum Nachtragen. Tom Kretschmar, also jetzt auch gelb verwarnt und es gibt den Elfmeter für den OFC. Dima Nazarov steht bereit gegen Kretschmar. Nazarov gehalten. Ganz starke Parade von Kretschmar. Gut geschossen eigentlich der Elfmeter, aber Kretschmar hat die Ecke und hält den dann. Also Wahnsinnsparade von Kretschmar, muss man wirklich sagen. Der war platziert, der war wuchtig, der hatte alles, was ein Elfmeter mitbringen muss. Aber Kretschmar mit voller Körperstreckung, voll ausgestreckt und mit der rechten Pranke fischt er den da rechts raus. Also wirklich auch das neidlos anerkennend. Brutale Parade. Aber der OFC schon wieder im Homburger Strafraum. Zum Homburg aber erstmal rausgeklärt. Ronny Marcos macht die Kugel direkt wieder scharf. Sorge im Strafraum. Legt ab, links raus auf Wachs. Wachs auf der linken Außenbahn. Möchte er vorbeigehen. Geht da vorbei am Gegenspieler. Dann springt der Ball unglücklich ab. Und dann geht er ins Tor aus. Und auch wenn Kollege Mario Schnelker hier ein bisschen den Eckball fordert, bin ich da tatsächlich beim Schiedsrichter gespannt, dass das ein Abschluss sein könnte. Aber ja, wir schauen nochmal auf diesen wunderschönen Pass von Nazarov, wie er den da reinstreichelt. Und dann ja das unstrittige Foul von Tom Kretschmar. Und vielleicht bei Zeiten bei der nächsten Spielunterbrechung können wir uns auch nochmal den Elfmeter anschauen und diese starke Parade von Tom Kretschmar. Aber jetzt kommt Homburg wieder, Pall in die Tiefe für Mendler, der ist wahnsinnig schnell. Mendler jetzt schon durch, vorm Tor, Mendler links vorbeigeschossen, aber war da vorher, glaube ich, mit der Hand dran, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen abgepfiffen. Richtig gesehen, Kaspar. Gefährlicher Pass in die Spitze. Hier sehen wir es nochmal. Mendler nicht im Abseits. Startet dann aus der zweiten Reihe quasi und dann ist er an die Hand gesprungen. Hat das Tor ohnehin verfehlt, aber davor, wie gesagt, schon das Handspiel. Brinkis links raus zu Ronny Marcos, der angelaufen wird. Marcos zieht in die Mitte, zurück zu Wachs, der mit dem weiten Ball nach vorne in Richtung Marcos Alvarez, stellt den Körper einmal rein und holt sich den Ball auch. Alvarez mit dem Rücken zum Tor, dann mit der Seitenverlagerung auf die rechte Seite, stark gemacht von ihm und findet Langford auf der rechten Seite. Hinterlaufen jetzt von Jason Breitenbach, Langford mit dem Doppelpassversuch mit Dima Nazarov und jetzt hinten aufpassen. Konterchance, weit in die Spitze gespielt, aber Brinkis ist aus dem Kasten und kann erstmal nach vorne wieder spielen. Ristel im Zentrum berührt den Ball nicht mit der Hand, sagt der Schiedsrichter, sondern mit der Brust und es geht deswegen weiter mit Homburger Ballbesitz. Jansen im Zentrum, in die Spitze gespielt, abseits von David Hummel, dem zweiten Stürmer der Homburger, da vorne in der Spitze. Du hast es erwähnt, das ist jetzt wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Schau nochmal den Elfmeter an. Dima Nazarov, eigentlich ein sicherer Schütze, das wäre auch ein sicheres Tor gewesen. Aber der Torhüter hat die Ecke und hält ihn dann wirklich stark, muss man sagen. Also das war schon eine gute Parade. Vielleicht kriegt Dima Nazarov noch die Chance, heute trotzdem noch sein Türchen zu erzielen. Ist ja auch sehr, sehr gut drauf in den letzten Wochen und im gesamten Jahr 2024. OFC
mit dem Kopfball im Zentrum zu Lenkford. Der legt einmal weiter auf Wanner, aber gut aufgepasst da von der Homburger Verteidigung. Sorge ist aber auch bei uns in der Verteidigung mit dem Kopf am Start. Kann erstmal rausklären. Homburg kommt aber wieder über die rechte Seite. Wird jetzt verfolgt von Wanner. Weihrauch ist das am Ball. Immer noch Weihrauch, der auf der rechten Seite den Mitspieler findet. Dann zu Harris, der einmal ausweicht. Und wieder kommt Homburg über rechts. Zurückgelegt. Flanke aus dem Halbfeld, wird abgeblockt von Sorge. Und Leon Müller. Wanner zurück auf Ronny Marcos und dann weit raus in Richtung Marcos Alvarez. Umringt von zwei Gegenspielern. OFC weiter im Ballbesitz, weiter Schlag nach vorne, wieder in Richtung Alvarez. Der nimmt den Ball gut an. Alvarez. Im Rücken von ihm der Gegner, deswegen muss er zurückspielen. Auf Ronny Marcos, macht den Ball fest. Schlagaktion vom OFC und sie kommen über Noel Knote, der angelaufen wird von Harris. Knote also rechts raus zu Breitenbach. Direktpassspiel zu Diman Nazarov. Nazarov als letztes am Ball gibt den Einwurf für Homburg, richtig gesehen. Halbe Stunde jetzt gespielt und ich lehne nicht mal aus dem Fenster. Das war die unterhaltsamste erste halbe Stunde, die der OFC in dieser Saison, glaube ich, geboten hat. Also war alles drin. 4 Tore, ein verschossener Elfmeter. Tolle Offensivaktionen, tolle Kabinettstückchen, aber auch schon auf beiden Seiten. Also mindestens die neutralen Zuschauerinnen und Zuschauer kommen hier voll auf ihre Kosten. Und aber auch die, die es für den OFC halten, dürften bis hierhin sehr glücklich sein mit dieser ersten halben Stunde. 3:1 führt der OFC nach Toren von Wanner, von Wachs. Führte? Und nochmal von Wanner, ja. Nach Toren von Wanner und von Wachs und von Mendler für die Homburger. Und die Homburger, sie kommen jetzt mit Benjamin Kirchhoff. Toller Chippass auf die linke Außenbahn für Lippert, aber dann springt er auf. Wird etwas zu schnell und so kann Linksverteidiger Dennis Lippert auf der linken Außenbahn diesen Ball nicht mehr erlaufen. Jason Breitenbach, Rechtsverteidiger der Offenbacher, der darf jetzt fast direkt neben der Eckfahne einwerfen. Homburg stellt das selbstredend hoch zu und Jason Breitenbach, der schaut jetzt natürlich, wo sind die Anspielstationen. Damit diese Einwurfsituation gut gelöst wird. Lenkford, kann er den festmachen? Nein, aber er bleibt im Zweikampf und Marc Wachs übernimmt. Und jetzt hat der OFC wieder die Chance, schnell umzuschalten. Alvarez fürchtet, der kommt aus der Abseitssituation. Ja, der Linienrichter hebt auch die Fahne. Und auch wenn der ein oder andere hier protestiert, ich habe den Lauf von Alvarez so ein bisschen mit den Augen verfolgt und ich würde damit der Bewertung des Schiedsrichters, des Linienrichters mitgehen. Linienrichter übrigens Raphael Kastner und Fabio Kutterer. Ja, und das würde ich mal attestieren, war keine Fehlentscheidung. Wanner mit dem Ballgewinn auf der linken Seite, steigt einmal drauf und schickt dann in die Mitte zu Diman Nazarov. Nazarov mit dem Chipball in die Spitze in Richtung Lenkford, schöne Idee. Aber da kommt er leider gar nicht mehr dran mit dem Kopf. Konterchance und wieder wach sein. Mendler kommt über die linke Seite, legt einmal zurück und startet dann den Weg in die linke Spitze. Jansen macht's diagonal auf die andere Seite. Homburg mit der Flanke aus dem Halbfeld. Harris auf einmal frei vor Brinki, ist aber gut geklärt. Von Marc Wachs, der hinten die Chance wegradiert. Also die finden die Stürmer da vorne durch diese Flanken aus dem Halbfeld zu leicht. Ja. Da müssen sie achtsamer sein, vor allem wenn es dann schnell in die Konter der Homburger geht. Oft finden sie dann eine Unordnung im OFC-Defensivverbund. Und den haben sie hier wieder ausgenutzt, um sich die Ecke zu erspielen. Dritte Ecke also für Homburg. Wieder steht Markus Mendler da bereit. Auf der linken Seite, um den Ball dann gleich mit links vom Tor wegzubringen. Jetzt kommt die Flanke auf den ersten Pfosten. Brinki, sichere Beute diesmal für ihn. Schaut in die Spitze, aber macht's dann nicht schnell. Kevin, erst Lenkford wird gerufen, um wieder schnell auf die rechte Seite zu kommen. Und Brinkis lässt abrollen auf Noel Knote, der einmal andribbelt und dann links rausgibt auf Alex Sorge. Sorge findet Dominik Wanner. Wird gepresst vom Gegenspieler, muss deswegen erstmal den Weg nach hinten machen, löst das aber stark auf. Dominik Wanner, dann zurückgelegt auf Marc Wachs. Wanner macht ein sehr gutes Spiel bisher. Und dann geht's rechts raus auf Jason Breitenbach zu Lenkford. Gegen Lippert verliert er den Ball. Und dann links raus auf Mendler. Achtung, Mendler im 16er mit der Reingabe. Harris mit dem Abschluss und dem 2:3. Nach diesem Ballverlust auf der rechten Seite geht es dann zu schnell. Und Markus Mendler mit seinem nächsten Assist. 2-Tore-Führung. Ich mag sie nicht. Ich habe es schon gegen Freiberg gedacht. Immer trügerisch. Während Homburg einen Doppelwechsel vorbereitet. Es steht nur noch 3:2 von der OFC. Muss versuchen, wieder Herr dieses Spiels zu werden. Hier sehen wir es nochmal. Markus Mendler auf der linken Seite findet im Rückraum dann auf einmal den ganz freien Harris. Und er chippt den Ball dann rein. Macht er cool.
Also, 35. nur noch 3-2, weil Harris das Tor macht. Anstoß OFC. Zurück auf Marc Wachs. Saisontor Nummer 17, also für Phil Harris. Ja, 3-2 jetzt nur noch. Und auf Homburger Seite nach 35 Minuten. Okay, jetzt schauen wir aber erstmal den OFC mit dem nächsten Ballverlust. Das waren jetzt Wirkungstreffer für den OFC. Und die muss er jetzt verdauen. Ich hatte im Vorfeld des Spiels hatte ich auf 3-2 getippt. Dass das aber nach 35 Minuten schon das Ergebnis sein würde, das war ehrlicherweise nicht Teil des Tipps. Mal gucken, was diese Partie noch für uns zu bieten hat. Beide Mannschaften packen hier alles, was man sonst in 90 Minuten erlebt, in einer halben Stunde. Auch zwei Wechsel, die man sonst erst hinten raus vielleicht sieht. Von Burger Seite, da werden jetzt gleich Michael Heilig und Lukas Quirin kommen. Mal schauen, wen Trainer Danny Schwarz da rausnehmen wird. UFC läuft hier das hohe an, deswegen der Ball jetzt auf Homburger Seite zurück beim Torhüter, bei Tom Kretschmer. Derjenige, der den Elfmeter verursacht, aber eben auch bärenstark gehalten hat. Homburg jetzt im Spielaufbau über Linksverteidiger Dennis Lippert und dann geht's Mart Ristel ins Zentrum, Jansen. Das ist ein sehr schnelles Spiel bisher. Es geht wirklich hin und her und der Ball ist nicht lange an einer Stelle. Jansen jetzt in der Defensive der Homburger und dann finden sie in der Mitte Mart Ristel. Der verteilt auf die rechte Seite in Richtung Harris. Der schirmt den Ball erstmal gut ab und chippt den Ball dann aber ins Seitenhaus. Gibt den Einwurf für den OFC. Sorge überlässt Ronny Marcos den Ball. Und der FC 08 Homburg wird zum ersten Mal wechseln, bringt zwei neue. Heilig und Quirin kommen aufs Feld. Vom Feld geht es um einen, die Nummer 20. Das ist Maximilian Jansen. Jansen geht vom Feld und Benny Kirchhoff geht vom Feld. Also Doppelwechsel in der ersten Halbzeit, das sieht man auch nicht immer. Und Quirin und Heilig neu auf dem Platz. Ich mache das hier gerade nochmal auf dem schlauen Zettel, den ich hier liegen habe. So, das ist also die ersten Wechsel der Partie. Benny Kirchhoff gegen seinen Ex-Verein, gegen uns wird er also schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Die Gründe kann man natürlich hier oben nicht so wirklich wissen. Weiter geht's für uns mit einem Einwurf. Ronny Marcos in die Spitze in Richtung Alvarez. Der lässt mit dem Kopf abtropfen auf Wanner. Wanner in die Mitte zu Leon Müller. Der zu Lenkfort. Ja, versucht den Doppelpass mit Müller. Noch nicht das Spiel von Kevin Lenkfort bisher. Und Homburg kontert auf der linken Seite. Werden aber verfolgt. Und Lenkfort bügelt das Ganze selbst hinten wieder aus. Das wird ihm gut tun. Jetzt dieser Szenenapplaus von den OFC-Fans. Gute Grätsche da von ihm, bevor Lippert an den Ball kommt. Jetzt gibt es den Einwurf für Homburg. Und Lippert wird ausführen. Also ein ganz, ganz wildes Spiel. OFC geht schnell mit 13-0 in Führung in der ersten Viertelstunde. Und dann kommt Homburg aber zurück. Jetzt schon mit der nächsten Hereingabe. Achtung, Homburg im 16er mit dem Abschluss. Doppelt abgefälscht von Ronny Marcos und Knote, die glaube ich beide dran waren. Und dann gibt es die nächste Ecke für Homburg. Also es ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Homburg jetzt natürlich durch dieses Momentum und diesen zwei Toren mit leichtem Überwasser riechen hier an den möglichen Ausgleich. Mendler schreitet zum nächsten Eckball. Dieser wird natürlich wie immer präsentiert von Pediprotect, unserem starken Eckensponsor im Kickers TV. Der ganze Stream wird präsentiert von der Sparkasse Offenbach. Ich glaube, das ist die fünfte Ecke für Homburg. Jetzt von der rechten Seite. Mendler mit links auf den kurzen Pfosten. Rausgeköpft. Zweiter Ball schon wieder bei Mendler. Der flankt aus dem vollen Lauf, aber findet nur die Arme vom sicheren Brinkis. Brinkis wirft ab auf die rechte Seite zu Dima Nazarov. Nazarov findet erstmal Marcos Alvarez, aber findet ihn auch auf dem falschen Fuß leider. Apralla wieder bei Dima Nazarov. Über Kopf. Der passt nach vorne und es gibt den Einwurf für Homburg. Auch das Publikum wird nochmal laut. 40. Spielminute jetzt. Und es steht leider nur noch 3-2 nach einer 3-0-Führung. OFC muss es schaffen, sich wieder zu ordnen gegen diesen wirklich innerhalb weniger Minuten erstarkten Gegner aus Homburg. Hat jetzt aber den Ball. Knote zurück zu Johannes Brinkis. Brinkis, der einmal raufsteigen kann. Und jetzt Knote nach vorne schickt mit dem weiten Ball auf die rechte Seite zu Kevin Lenkfort. Guter Ball. Lenkfort verteilt mit dem Kopf weiter auf Alvarez und Homburg verspringt der Ball. Lenkfort holt sich jetzt den Einwurf, überlässt dann aber doch
Jason Breitenbach, der mit nach vorne gekommen ist. Und dann geht's zurück zu Noel Knoten, Neuaufbau OFC. Marc Wachs steigt einmal auf den Ball und schiebt rüber zu Alex Sorge. Sorge kann mal andribbeln und spielt dann in den Zwischenraum. Ach, zu Wanner, aber ungenau. Dieser Pass, zweiter Ball ist bei Homburg. Und Homburg kann eventuell kontern mit Harris, aber Ronny Marcos ist dazwischen und kann den Ball auch noch vor der Seitenlinie im Spielfeld behalten. Homburg allerdings wieder im Ballbesitz. Einmal in die Mitte geschoben, Quirin verliert fast den Ball gegen Dima Nazarov, aber Homburg bleibt erstmal dran. Über die linke Seite jetzt mit Lippert, der viel mit einbezogen wird in den Spielaufbau. Dann aber wieder zurück in die Verteidigung zum eben eingewechselten Michael Heilig. Zu Mart Ristel, der sich den Ball abholt, wieder zu Heilig, jetzt in der OFC-Hälfte. Und Lippert auf der linken Seite gefunden. In die Mitte gelegt. Zu Weihrauch, der weiter zu Quirin, den Zehner. Der Homburger wieder links raus zu Weihrauch. Mendler und Weihrauch haben mal die Seiten gewechselt. Ristel jetzt mit dem weiten Ball in die Spitze zu Mendler. Der kommt auch noch dran. In die Mitte gelegt. Aber da ist erstmal Jason Breitenbach, der die Kugel rausfeuert. Vor der Halbzeit jetzt bloß kein Tor mehr kassieren. Vielleicht noch selbst eins schießen. Das wäre natürlich toll, mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Pause gehen zu können, nachdem man hier wirklich losgelegt hat wie die Feuerwehr. Und es gibt Einwurf für den OFC. Tief in der eigenen Hälfte auf der rechten Seite. Du hast es angesprochen, das muss jetzt die Maxime sein. Diese Führung jetzt irgendwie noch in die Halbzeitpause zu bringen und sich da zu sortieren, sich zu schütteln. Kann sich jeder mal fragen, ob man so ein Spiel schon mal erlebt hat, aber das erstmal aus den Knochen zu bekommen. Christian Eichert wird ja sicherlich insbesondere defensiv die ein oder andere Sache zu sortieren haben, anzusprechen haben. Da müssen wir, glaube ich, keinen Hehl draus machen. Alles, was offensiv toll war, war defensiv leider ausbaufähig. Da waren noch einige Male große Räume, die die Homburger da bespielen konnten. Und auch jetzt wieder kommen sie da in den Strafraum hinein. Und dann ist es ein Freistoß für Homburg. Und ich frage mich ehrlicherweise, worüber sich die Homburger Trainerbank gerade aufregt. Vielleicht, dass es keinen Vorteil gab. Das ist die einzige Erklärung. So ist es, denn auf der linken Seite kam auf einmal Lippert an den Ball. Freistoß gibt es trotzdem für Homburg aus zentraler Position. 24, 25 Meter Entfernung zum Tor. Ich bin mir fast sicher, dass Markus Mender diesen Freistoß ausführen wird. Auch Phil Harris steht da bereit. Mendler mit links oder Harris mit rechts. Freistoß, zentrale Position. Und jetzt angepfiffen. Mendler mit dem Freistoß, aber den hebt er übers Tor. Rutscht da so ein bisschen weg bei dem Schuss. Keine Gefahr. Also für Johannes Brinkies und das Tor des OFCs. Und Homburg holt jetzt schon den nächsten Spieler vom Warmmachen zu sich. Ich glaube, das ist der Mann mit der Nummer 18. Dominik Noah Schmidt, der da zur Bank trabt. Ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht schon eingewechselt wird noch vor der Halbzeit. Würde mich wundern, um ehrlich zu sein. Weiter Abstoß von Brinkies in Richtung Lenkfort. Der leitet weiter. Aber Homburg erstmal dazwischen. Leon Müller nochmal mit dem Kopfball in die Spitze. Lenkfort gewinnt das Kopfball gegen Ristel. Und dann ist es Alvarez, der gefoult wird. Und es gibt den Freistoß für den OFC. Halb rechte Position. Ein bisschen weit weg für den Direktversuch. Ja, obwohl Markus Alvarez ist ja einer, der von überall schießen kann. Und das auch ganz gerne mal macht. Halb rechte Position. Es sind bestimmt 30 Meter Torentfernung. Also wahrscheinlich erstmal was für eine Freistoßflanke. Wir schauen nochmal aufs Foul von eben Lenkfort, der dann gleich den Kopfball gewinnt gegen Mart Ristel. Und dann ist es Wachs, der Markus Alvarez findet. Der kriegt von hinten einen ab von Heilig. Und deswegen gibt es jetzt den Freistoß. Also Markus Alvarez oder Marc Wachs. Mit links Wachs oder mit rechts Markus Alvarez. Wachs macht's mit links, schaufelt ihn rein auf den langen Pfosten. Riesenchance, weil Müller noch dran kam. Aber Kretschmer rettet zur Ecke. Guter Freistoß von Marc Wachs. Butterweich getreten da auf den langen Pfosten. Und Leon Müller kriegt nicht mehr ganz so viel dahinter. Wir schauen uns das Ganze aber trotzdem nochmal an der Wiederholung. Also Marc Wachs. Müller da als vierter OFC-Spieler kommt dann da an den Ball mit dem langen Bein. Ach, schade, kriegt nicht mehr genug Druck dahinter. Das wär's gewesen. Gute Chance war das für den OFC. Und weiter geht's mit dem nächsten Eckball für die Kickers.
Marc Wachs. Vier Schritte Anlauf. Jetzt kommt er reingesegelt in Richtung Müller. Verlängert nochmal zu Dima Nazarov. Nazarov geht an die Grundlinie und holt die nächste Ecke raus. Also nächste Ecke jetzt von rechts. Stichwort Führung in die Pause nehmen. Das kann man natürlich auch mit einer Zweitore-Führung. Also vielleicht jetzt dann nochmal die Halbzeit positiv abschließen. Auch das psychologisch wichtig, ohne Frage. Würde dem OFC sicherlich nochmal ein bisschen Oberwasser geben und die Fans, die fordern es auf. Geht's, Kickers schießt ein Tor. Das Stadion spürt, es wäre jetzt möglich, 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, das ist in so einer ereignisreichen ersten Halbzeit gar nicht so aus der Luft gegriffen. Das kann schon sein. Marcos Alvarez mit rechts vom Tor weg. Jetzt läuft der Ahnenball hineingetreten in den Fünferraum. Zweiter Ball ist nochmal bei Nazarov. Der macht den Ball nochmal scharf. Zweiter Ball bei Wanner und dann geht der Ball aber deutlich übers Tor. Und es dürfte Abstoß für Tom Kretschmer geben. Und Wanner regt sich da tierisch auf. Er sagt, der Ball war nochmal abgefälscht. Weiß nicht, ob wir das vielleicht nochmal haben in der Wiederholung. Nee. Geht weiter mit Abstoß, also für Homburg. Das müssen wir hinnehmen. 4 Minuten gibt es obendrauf, vor der Schiedsrichter gesagt. Also Abstoß. Jetzt in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte für Homburg. Kretschmer weit nach vorne geschlagen in Richtung Harris. Aber Leon Müller kommt dran. Zweiter Ball bei Mart Ristel, dritter bei Marcos Alvarez, der gegen Mendler draufkommt. Und es gibt den Einwurf für den OFC. Und da gibt es die kleine Faust von Marcos Alvarez. Starke Aktion von ihm, wie er da Marcos Mendler abgrätscht und auch noch den Einwurf rausholt für den OFC. Dessen Breitenbach zurückgeworfen erstmal zu Noel Knote. Ja, und Homburg stellt oben zu. Links geht der Ball raus zu Ronny Marcos. Der muss einmal draufsteigen auf den Ball und findet dann Dominik Wanner. Und der Außenlinie geht vorbei am ersten und es gibt den Einwurf für den OFC. Das Ganze vor Block 2. Aber noch in der Kickershälfte. Ronny Marcos täuscht einmal an, dass er zurückwirft. Findet dann im Zentrum Dima Nazarov. Der tritt einmal drauf auf den Ball. Von 2 Gegenspielern umringt. Kommt mit dem Ball raus aus der Situation. Dima Nazarov geht auch an die linke Seite und holt den nächsten Einwurf. Etwa 20 Meter Raumgewinn für den OFC. Dima Nazarov überlässt dann aber doch nochmal Ronny Marcos. 47. Minute jetzt abgelaufen. Ja, etwas uneinig da hinten im Defensivverbund der Homburger. Kopfball-Duell jetzt zwischen Marc Wachs und einem Verteidiger der Homburger. Kann jetzt aus der Ferne nicht sehen, wer es genau war. Aber da hat der Homburger so ein bisschen was gegen den Kopf bekommen. Ich glaube, Kopf an Kopf war das dann. Wenn das bei einem die Stirn und bei dem anderen die Schläfe ist, dann tut das natürlich weh. Gute Besserung an den Homburger hier auf dieser Weise. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Einmal mehr, und ich glaube, das ist auch immer für die Selbstreflexion ganz wohltuend oder ganz gut. Für mich gerade eben wieder gut sichtbar gewesen, wie unterschiedlich die Vereinsbrillen sein können. Meine Wahrnehmung war, muss man da den Freistoß pfeifen? Und die Homburger Bank springt auf und ja, sieht da eigentlich fast eine Tätlichkeit und fordert da mindestens die gelbe Karte. Und das, die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und dann ist diese Freistoßentscheidung vom Schiedsrichter richtig. Aber zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich dann die Wahrnehmungen sein können. Vor allem, wenn man es dann eben mit den beteiligten Akteuren da unten auf dem Platz hält. Und wir halten jetzt aber erstmal die Daumen, dass es beim Sportskameraden der Homburger weitergeht, der sich da, wie du schon angedeutet hast, sehr doll wehgetan hat. Und deswegen jetzt gerade die Verletzungsunterbrechung. Und die 4 Minuten Nachspielzeit sind ja auch schon abgelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass der Schiedsrichter vielleicht auch gleich einfach direkt zur Halbzeit pfeift. Es wäre jetzt nicht komplett unangebracht, könnte man schon machen. Dann hätte der OFC diese 3-2-Führung in der Halbzeit gebracht. Dann wäre eine der wildesten ersten Halbzeiten seit ganz, ganz langer Zeit am Biberer Berg hier überstanden. Ja, jetzt glaube ich nochmal anpfeifen wieder. Ich glaube auch, der Homburger läuft vom Platz. Lippert ist es, der linke Verteidiger. Hoffentlich kann es weitergehen für ihn, nachdem er da was am Kopf abbekommen hat. So, 49 Minuten haben wir jetzt gespielt in der ersten Halbzeit. Das heißt, die 4 Minuten Nachspielzeit sind abgelaufen. Schiedsrichter schaut auf die Uhr, pfeift das Ganze nochmal an. Es ist also noch eine gute Minute, die wir jetzt hier sehen können. Weiter Abstoß. Knote gewinnt erstmal das Kopfballduell. Zweiter Ball bei Marcos Alvarez. Der dreht sich einmal um Quirin, wird dann gefoult. Und geht weiter mit dem Freistoß für den OFC.
Marc Wachs legt sich die Pille hin, wartet jetzt, ob Wanner vielleicht nochmal einen tiefen Lauf anbietet. Ja. Lässt es dann aber doch und spielt zurück auf neue Knote, der immer draufsteigt, wieder auf Wachs gibt. Hat er noch einen im Köcher? So einen langen Ball. Erstmal legt er zurück auf Knote. Links wäre ein bisschen Platz für Ronny Marcos. Jetzt wird Wachs von zwei Gegenspielern angelaufen. Findet in der Mitte Leon Müller. Sechs Homburger da im Pressing. Leon Müller verteilt erstmal auf Brinkies. Der kann den dann weit nach vorne schlagen. Und zweiter Ball ist bei Ronny Marcos auf der linken Seite. Muss nochmal abdrehen, zurückspielen auf Sorge. Und der Abpraller landet bei Noel Knote. Spielt ganz zurück zu Brinkies. Und Brinkies mit dem nächsten langen Ball. Diesmal auf die rechte Seite in Richtung Lenkfort. Mit dem Kopf verlängert in Richtung Dima Nazarov. Nochmal Lenkfort mit dem Kopf verlängert in die Spitze in Richtung Alvarez. Rückpass jetzt von Homburg zum Torhüter. Querschläger vom Torhüter. Und vielleicht sehen wir noch eine Ecke in dieser ersten Halbzeit. Aber Lippert rettet noch gerade so, bevor es die nächste Ecke gibt. 50 Minuten jetzt gespielt, 50,5 Minuten sogar gespielt in dieser ersten Halbzeit. Und wir sehen noch einen langen Einwurf vielleicht von Lenkfort oder von Jason Breitenbach. Ich glaube, es ist okay, wenn wir mit dem 3:2 in die Hälfte gehen. Da gibt es einiges jetzt zu besprechen in der Halbzeit, das ist klar. Viel Positives, aber auch ein bisschen was Negatives. Einwurf jetzt zu Dima Nazarov mit der Hacke nochmal zurück zu Breitenbach. Und es gibt tatsächlich nochmal eine Ecke für den OFC. Also, diese Ecke nehmen wir noch mit vor der Halbzeit. Schiedsrichter sagt auch, dann machen wir jetzt auch logischerweise das 4:2. Du sagst es, Gaspar, ich mach das mal, wenn es okay für dich ist. Dafür stehen wir jetzt mal auf und schauen, wer den Eckball jetzt ausführen wird. Marc Wachs oder Marcos Alvarez. Alvarez, die letzte Ecke kam sehr gut von der Seite. Hat er auch im Interview unter der Woche gesagt, er will Gas geben. Klar erwartet man von mir auch, dass man gute Ecken schießt. Erste Ecke kam gut. Schauen wir mal, wie diese hier wird. Nächste Ecke kommt auch gut auf den zweiten Pfosten. Und da geht's. Ich glaube, Sorge war das im 16er zu Boden. Zweiter Ball landet bei Dima Nazarov. Und jetzt pfeift er die Partie ab, beziehungsweise die erste Halbzeit ab. Okay, wir schnaufen auch mal durch nach diesen wirklich ereignisreichen ersten 45 Minuten und melden uns gleich wieder. Ciao, ciao.
Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Ziemlich zeitig geht auch der FC 08 Homburg rein. Und wir wollen nochmal Revue passieren lassen, was da in der ersten Halbzeit alles passiert ist. Wir schauen uns nochmal die ganzen Tore an. 5 Tore haben wir schon gesehen. Einmal ist Jansen ausgerutscht, das hat Wanner genutzt und hat das Ganze aus 17 Metern wirklich stark abgeschlossen da ins lange Eck mit links. Das war das 1:0 des OFCs. Das 2:0 kam gerade mal 1,5 Minuten später durch Marc Wachs, der von Alvarez gefunden wurde. Starker Pass, super reingegrätscht. Das ist also das 2:0. Nicht lange später, in der 15. Minute, kam dann auch das 3:0. Wieder Wanner, der super von Dimanazarov gefunden wurde und cool blieb. Aber dann wendete sich so ein bisschen das Blatt. Homburg kam besser rein ins Spiel. Quasi im direkten Gegenstoß fast kam dann die Flanke aus dem Halbfeld. Und Mendler konnte per Kopf verwandeln zum 3:1. Und dann war es in der 35. Harris, der zum 3:2 einschippte. Zwischendurch nochmal ein Elfmeter für Nazarov, den er leider nicht verwandeln konnte. Stark geschossen, aber noch besser gehalten vom Torwart der Homburger. So ging es dann in die Halbzeit. Und wir haben aber noch ein paar besondere Grüße loszuwerden. So ist es. Im Namen des kompletten Kickers TV-Teams gratulieren wir unserem Mann an der Führungskamera, der die Bilder von unterm Stadionbachdach euch einfängt. Robert Becker zum Geburtstag. Ich glaube, 27 Jahre ist er jung geworden, geschätzt. Also so sieht er auf jeden Fall aus in der Blüte seines Lebens, der Robert. Und kommt ihm alles Allerliebste zum Geburtstag, mein Bester. Du schätzt ihn genauso jung, wie die Spieler Christian Hock geschätzt haben. Es scheint wohl eine Menge Respekt da zu sein. Und wir wollen auch mit den Geburtstagsgrüßen gar nicht aufhören. Bubu Knecht hat heute auch Geburtstag. Alles Gute an unsere OFC-Legende, der auch oft
bei uns zu Gast in der Traditionsloge ist. Also, das sind die Geburtstagskinder. Christian Hock hatte ja auch Geburtstag, das haben wir schon gefeiert, aber auch hier nochmal im Kickers TV. Alles Gute nachträglich an unseren Geschäftsführer Christian Hock. Und wir blicken auf die zweite Halbzeit. Also, er hätte gerne Mäuschen gespielt, da was in der Kabine besprochen wurde. 3-0 Führung, dann ein 3-2. Homburg ganz stark geworden. Ball rollt übrigens wieder jetzt erstmal in die Verteidigung der Homburger. 3-2 steht es. Quirin wurde in der ersten Halbzeit eingewechselt, treibt jetzt den Ball auf die rechte Seite voran, legt aber erstmal ab zu Weihrauch und dann geht es hintenrum zu Felix Weber. Da eine Station weiter in die Verteidigung zu Heilig und links raus zu Lippert. Der wird von Lenkfort angegriffen und deswegen gewinnt der UFC den Ball mit Jason Breitenbach und Leon Müller auf die rechte Seite zu Lenkfort, abgegrätscht eines Homburgers. Und dann gibt es den Einwurf für den UFC. Jason Breitenbach ganz nach hinten zu Noel Knote. Knote nimmt Alex Sorge mit auf der linken Seite. Vielleicht ein bisschen Platz für Dominik Wanner. Sieht Sorge auch. Wanner muss einmal annehmen, wird dann direkt gestört von Steinmetz. Und dann geht es den weiten Ball in Richtung Dima Nazarov. Etwas zu weit für ihn. Und dem klatscht er da hinterm Rücken an die Hand. Deswegen gibt es jetzt auch diesen Freistoß. Homburg schon ausgeführt, kurz ausgeführt. Wanner setzt nach, holt sich den Ball gegen Weihrauch. Kein Foulspiel. Wanner in die Mitte gelegt zu Alvarez. Alvarez wartet jetzt auf Jason Breitenbach. Breitenbach aus dem Halbfeld, mal mit der Flanke. Gerade so vom Kopf von Dominik Wanner geklaut, diese Flanke. Starke Flanke von Breitenbach da in Richtung Wanner. Der hat sich schon weggestohlen da im Rücken des Verteidigers und lauerte am zweiten Pfosten. Aber gerade noch so geklärt von Weber, der glaube ich als letztes dran war. Wir schauen nochmal auf die Situation. Alvarez, der Jason Breitenbach findet und dann ist es eine tolle Flanke eigentlich auf Wanner, aber Weber ist noch da, bevor er einköpfen kann. Ecke OFC, Marc Wachs mit links vom Tor weg. Wachs, jetzt bringt er in den kurzen Pfosten, verlängert, Abschluss, Lenkfort geblockt, bevor er wirklich gefährlich werden konnte und dann ganz weit raus aus der Gefahrenzone geschossen von Mendler. Johannes Brinkies wird angelaufen von Harris. Weiter Ball in die Spitze in Richtung Knote. Homburg köpft erstmal raus. Zweiter Ball ist bei Lenkfort und Homburg. Ja, schlägt das Ding über die Seitenlinie, gibt aber Stürmerfoul. Gepfiffen gegen Lenkfort, weil er da gegen Lippert ein bisschen zu spät kam. Freistoß also für Homburg. Kevin Lenkfort da direkt mal ein körperliches Zeichen setzt und gerade eben, ja, wenn sein Abschluss nicht geblockt wird, sondern durchrutscht, ich glaube, dann setzt er hier das 4-2, hätte ihm sicherlich gut getan. Der Mann, der ja eine erste Halbzeit hatte, in dem ihm nicht alles gelungen ist. Mal jetzt in Durchgang 2, hat er jetzt nochmal die Chance bekommen, das zu verbessern, sein Spiel. UFC mit dem vermeintlichen Ballgewinn. Marc Wachs, der da einen Pass im Aufbauspiel der Homburger abläuft, aber eben nur mit dem Fuß so dazwischen kommt, dass er in Seiten ausgeht, der Ball. Homburg aus der Rechtsverteidigerposition, wo Tim Steinmetz spielt, der kurz vor Anpfiff ganz spontan in die Startelf gerutscht ist, weil sich Max Dombrovka beim Aufwärmen verletzt hatte. Da jetzt am Ball lässt er Wachs gut aussteigen. Gut hier den Druck aufgelöst von Steinmetz, sondern die Spielverlagerung ganz links raus auf Lippert. Und der Homburg-Angriff, der läuft jetzt wie die linke Außenbahn. Da ist der bärenstarke Markus Mendler auf links ist unterwegs. Die Flanke von Breitenbach, aber gut verteidigt, gut abgewehrt. Und so gibt es Einwurf Homburg wieder zurück auf Quirin. Einer der beiden frühen Doppelwechsel bei Homburg. Jetzt wieder über links mit Mendler. Dem sollte man nicht so viel Platz geben. Das ist nur Geleitschutz und so. Der passt in den Strafraum rein. Der war aber zum Glück nicht so ganz optimal. OFC kann das verteidigen. Langer Ball auf Alvarez. Mit dem Kopf holt er den sich runter und kann ihn dann auf Nazarov ablegen. Aber der kriegt die Kugel dann abgejagt. Und da ist wieder Mendler am Tanzen. Verteilt dann rechts raus auf Weihrauch. Der dreht sich und dreht dann aber erstmal ab. Und dann geht's zum Zentrum. Quirin, Steckpass Abseits. Durch das Zentrum durch. Abseits wird da gefordert. Wird aber nicht gegeben. Und Phil Harris mit Saisontor Nummer 18. 3-3. Mario Schnelka fordert vehement Abseits. Wir warten gespannt aufs Replay. Aber es ist nicht das erste Mal, dass die OFC-Abwehr große Lücken offenbart. Ja, der Pass, der hatte sich schon angebahnt. In der 50. Phil Harris macht seinen Doppelpack im heutigen Spiel. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also Quirin und dann ist es Abseits. Naja, das muss er eigentlich sehen, war auf der Höhe der Schiedsrichterassistent. Also Harris erzielt das 3-3. Und das ist ein Wahnsinns-Spielverlauf natürlich. Unglaublich. OFC muss
sich jetzt absolut fangen. Breitenbach. 49. Zurück zu Noel Knote. Noel Knote dann rechts raus zu Jason Breitenbach. Ja, und Homburg macht einfach weiter. Die Pressen, die haben das Momentum aus der ersten Halbzeit mit in die zweite gebracht. Und das ist ein ganz unangenehmer Gegner. Wenn Homburg gut drauf ist, dann spielen sie richtig gut Fußball. Und sind eben auch eiskalt vorm Tor. Leon Müller holt sich mal den Ball an der rechten Außenbahn. Und findet Marcos Alvarez, der weggeschubst wird. Da gibt es den Freistoß für den OFC. An der rechten Außenbahn direkt vor Waldemar Block 2. Knote links rüber zu Alex Sorge. Er muss abdrehen und Brinkies mitnehmen. Und dann ist es Brinkies. Erstmal am Ball. Vielleicht mal ein weiter Schlag in Richtung Wanner. Dima Nazarov beim Kopfballduell. Und dann klärt Homburg aber erstmal raus und macht dann den nächsten Wechsel bereit. Nummer 2 kommt aufs Feld. Das ist Laurin von Pierchowski. Also, weißt du mehr über ihn? Ja, erfahrener Innenverteidiger. 1,93 Kante, dass der groß ist, habt ihr sicherlich schon in den Kamerabildern gesehen. 30 Jahre alt, hat schon 35 Drittligaspiele im Nacken. Den kennen wir unter anderem noch von der SV Elversberg, wo er auch gegen den OFC immer wieder starke Spiele abgeliefert hat. Zumindest in meiner Erinnerung ist das so. Kommt jetzt rein für Lippert. Lippert, Linksverteidiger. 1,72 groß, also da wurde mal eben 20 cm zusätzliche Körpergröße eingewechselt. Und der ordnet sich da direkt in der Innenverteidigung ein. Und hat da auch direkt den ersten Zweikampf gewonnen gegen Alvarez. Sich sofort eingefügt in dieses Spiel. Sorge, den langen Ball da abgefangen und Wachs aber direkt mit dem Ballverlust. Und Homburg jetzt mit dem Konterspiel über links. Da hat Mendler sehr viel Platz. Wird er jetzt erstmal gestellt von Breitenbach. Und dann vertändelt er so ein bisschen den Ball. Der OFC kriegt es aber nicht geklärt. Und so kommt der Ball nochmal hinein in den Strafraum. Da ist wieder Mendler, der da zu Boden geht. Ein Elfmeter, glaube ich, nicht, gar nicht erst fordert. Denn das war zu offensichtlich keiner. Und Johannes Brinkis, der den Ball da erstmal in die Hand nimmt. Also es sieht mir ein bisschen so aus, als hätte Homburg jetzt umgestellt auf eine Dreierkette. Zumindest haben sie jetzt nominell 3 Innenverteidiger auf dem Feld. Mein Gott, sind die aber auch gefährlich jetzt gerade. Die sind so quirlig unterwegs. Vor allem eben dieser Markus Mendler, über den wirklich fast jede gefährliche Aktion geht. So, OFC muss zurückkommen in die Spur. Hat hier 3:0 geführt. Jetzt steht es 3:3. Jetzt gibt es aber auch den Freistoß für den OFC auf Höhe der Mittellinie. Der OFC braucht im Grunde genommen jetzt genau das, was Homburg nach dieser starken Anfangsphase des OFCs hatte. Den einen lichten Moment, der dich hier wieder den Fuß auf den Boden bekommen lässt. Genau das braucht der OFC jetzt. Aber dafür hat er die Kreativen, die starken Spieler, ein Alvarez, ein Nazarov, die sind erfahren. Die können auch mal mit einer Einzelaktion was reißen. Und ich glaube, genau so eine richtig starke Einzelaktion dieser beiden Ausnahmekönner da vorne drin, die bräuchte es jetzt, damit der OFC hier so ein bisschen wieder reinkommt in diese Partie. Und da ist einer der beiden jetzt am Ball, Nazarov, erstmal zurückgelegt auf Breitenbach. Der wird ja direkt gestört bei der Ballannahme, deswegen geht es ganz hinten rum, aber gut gelöst von Jason Breitenbach. Erstmal die Ballbesitzverhältnisse gesichert für den OFC und der OFC mit Marc Wachs, der jetzt ganz links raus verteilt auf Ronny Marcos auf der linken Außenbahn, wird gestellt von einem Gegenspieler. Ronny Marcos, der geht jetzt ins Tänzchen, geht da vorbei am Gegenspieler Richtung Grundlinie. Tolle Flanke von Marcos auf den zweiten Pfosten und Müller mit der Volleyabnahme, aber die geht unters Dach. Aber starke Aktion von Wachs und dann final von Ronny Marcos, der da gut ins Dribbling geht, Richtung Grundlinie. Flanke passt auch und Müller dann so ein bisschen in Rücklage und der OFC, er wird offensiv was umstellen. Jan Urbich und Rafael Garcia stehen da an der Seitenlinie. Mal schauen, wer dafür runtergeht. Ich könnte mir vorstellen, Garcia als Rechtsaußen, jawohl, Kevin Lenkfort verlässt den Platz. Und Marcos Alvarez wird runtergehen. Und Garcia rechts außen für ihn und im Sturmzentrum Urbich für Alvarez. Ja, Lenkfort wird jetzt in den nächsten Wochen wieder mehr Spielpraxis sammeln, das ist ganz klar. Marcos Alvarez geht vom Feld, hat die Vorlage zum 2:0 gegeben. Gute erste Halbzeit gespielt, jetzt kommt Jan Urbich, um nach vorne eine andere Spielweise jetzt anzugehen. Also, Rafa Garcia und Urbich aufs Feld gekommen. Abstoß, Homburg weit auf die linke Seite zu Harris. Der versucht, um Knote rumzukommen, holt sich den Einwurf.
Markus Mendler findet er mit diesem Einwurf. Aber Noel Knote schnappt sich erstmal die Kugel und schlägt ihn dann weit hinten raus in Richtung Nazarov. Der verlängert auf Urbich mit seiner ersten Aktion, verliert aber den Ball dann an Quirin, der den Ball erstmal festmacht und rückspielt zur Verteidigung. Mart Ristel. Quirin bis ganz zurück zum Torhüter, wird jetzt angelaufen von Urbich. Oh, hat er den Ball noch gerade so losbekommen und spielt ihn in die Spitze. Zweiter Ball ist bei Homburg. Also, das Zentrum nicht mehr so dominant wie zu Beginn der ersten Halbzeit beim OFC. Und Homburg verteilt auf die rechte Seite. Steinmetz in die Mitte gelegt, jetzt zu Mart Ristel. Ristel zu Quirin, Doppelpass mit Ristel. Mendler nochmal zurück. Und irgendwie bekommen sie dann ein Füßchen dazwischen mit Alex Sorge. Ja, schade. Rafa Garcia wäre auf der rechten Seite dafür eine Kontermöglichkeit da gewesen. Zweiter Ball ist aber wieder beim OFC. Und jetzt verteilt Marc Wachs auf die rechte Seite. Starker Diagonalball in Richtung Rafa Garcia. Laufduell mit Heilig. Der hatte ein paar Meter Vorsprung und schafft das dann auch, den Ball erstmal zu holen. Aber Fehlpass jetzt von Mendler im Aufbau. Und ein Breitenbach, der da zu Boden gerissen wird. Vorteil OFC. Rafa Garcia, auch er wird gefoult und es gibt jetzt den Freistoß für den OFC. Rechte Seite, Verlängerung der Strafraumlinie. Torentfernung rund 35, 36 Meter, weil es eine diagonale Entfernung ist. Aber das ist natürlich was jetzt für eine Freistoßflanke. Und die erste aus dieser ähnlichen Situation oder Position vielmehr kam sehr gut von Marc Wachs. Und zwar auf den Fuß von Leon Müller. Leider hat er nicht mehr genug Druck dahinter bekommen. Vielleicht findet er jetzt den Kopf von Knote. Wie wär's? Ja, das war, glaube ich, ein Mittel, was unter anderem auch hier am Biberer Berg schon das ein oder andere Mal gefährlich wurde und aber auch schon definitiv zum Erfolg geführt hat in genau der Komposition. Und das Stadion, es spürt, jetzt muss man die Mannschaft hier ein bisschen nach vorne drücken. Und den Freistoß, den drückt jetzt Wachs in den Strafraum hinein. Torhüter faustet erstmal raus. Zweiter Ball ist beim OFC mit Ronny Marcos, aber mit dem etwas leichtfertigen Fehlpass. Und so kann Homburg jetzt vielleicht kontern. Ronny Marcos super im Gegenpressing und dann soll es ein Foul gewesen sein von Ronny Marcos. Ja, vielleicht, aber also er trifft den Ball und er trifft, glaube ich, auch den Fuß seines Gegenspielers. Und der Schiedsrichter hat was etwas stärker gewichtet, dass Ronny Marcos da den Fuß getroffen hat. Für meine Begriffe trifft er eher den Ball, aber wir gucken gerne nochmal ins Replay rein und ich lasse mich eines Besseren belehren. Hier Ronny Marcos, wie er da reingeht in die Aktion. Ja, doch, trifft der Standbein des Gegenspielers. Hat dann seine Richtigkeit, hier auf Freistoß für Homburg zu entscheiden. Freistoß gibt es aus der eigenen Hälfte raus. Steinmetz, kurz ausgeführt, zurück erstmal zum Innenverteidiger, zu Weber. Weber eins weiter zu Heilig. Oh, nee, pardon, das ist Pfanne. Frisch eingewechselte, rechts raus jetzt zu Steinmetz, der mit der Verlagerung in die Mitte zu Dummel. Links viel Platz für Mendler, aber gut aufgepasst von Breitenbach. Das war ganz wichtig, dass er da dazwischen gegangen ist. Sucht jetzt den Pass in die Tiefe zu Urbich, aber Homburg schon wieder dazwischen. Beim OFC läuft es nicht mehr nach vorne im Moment. Sie müssen den Stiefel wiederfinden, den sie in den Anfangsminuten gespielt haben. Das Offensivspiel ist aber ehrlicherweise nicht das, was mir die großen Bauchschmerzen macht. Es sind die Räume, die Homburg da immer wieder vorfindet. Und da spielen sie natürlich auch stark aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur am FC 08 Homburg liegt, dass sie diese Räume so sehr finden. Da gibt es sicherlich Mittel und Wege, diese Räume besser zu schließen, als es dem OFC das aktuell gelingt. Bin gespannt, wie Christian Neithardt das nach dem Spiel bewertet. Jason Breitenbach mit dem Kopf dazwischen, aber genau in den Fuß eines Homburgers. Und so kann der FC 08 Homburg wieder aufbauen. Und da geht es wieder durchs Zentrum, aber der OFC dazwischen. Und da gibt es einen Freistoß für Homburg und gelb für Sorge. Beziehungsweise eigentlich hatte ich vermutet, dass da Müller in der Aktion drin war. Aber sehr strenge Regelauslegung, da jetzt die gelbe Karte zu zeigen. Also vielleicht gibt uns das Replay da Aufschluss drüber, warum der Schiedsrichter da so entschieden auf die gelbe Karte gepocht hat. Dann gucken wir mal rein. Für meine Begriffe war das ja vielleicht gerade so ein Foul. Ja, also für meine Begriffe kein, nicht mal ein Foul. Ja, also dass es da eine gelbe Karte gibt, das kann ich auch nicht so wirklich verstehen. Sorge muss sie trotzdem fressen, diese gelbe Karte. Und es gibt einen Freistoß für Homburg.
aus zentraler Position. Und die Pfiffe natürlich jetzt laut. Christel, der sich da behandeln lassen hat. Ja. Also Stadion laut, es wird gepfiffen. Wegen dieser Aktion von eben. Weiter aber jetzt von Homburg auf die rechte Seite in Richtung Weihrauch. Da ist Ronny Markus erstmal mit dem Kopf dazwischen. Und Dominik Wanner vor Ristel am Ball. Tritt einmal auf den Ball. Dann Sorge mit dem Fehlpass. Geht direkt zurück. Aber Wanner ist zusammen mit Ronny Markus wieder da. Schaufelt den Ball jetzt in die Spitze zu Obig. Schade. Verschätzt sich da so ein bisschen. Und Homburg klärt es dann gut raus. Über die rechte Seite. Wachs gegen Ristel. Wird da verfolgt von Ristel. Ball immer noch im Spielfeld. Harris in die Spitze zu Dummel. Achtung, Dummel im Strafraum mit der Hereingabe auf den kurzen Pfosten. Klatscht an die Latte, weil Brinkis noch mit den Händen dran war. Riesenchance für Homburg. Meine Güte. Und Garcia schafft es, sich hinten rauszulösen. Garcia. Immer noch Garcia auf der rechten Seite. Jetzt zieht er so ein bisschen in die Mitte. Immer noch Garcia bleibt im Ballbesitz. Hat das gut gemacht. Also Riesenchance durch Homburg. OFC muss wieder wacher werden, muss die Räume hinten schließen. Das Stadion ist laut. Feuern hier die Kickers-Spieler an. Sorge zu Wanner in die Mitte. Wanner nach hinten zu Marc Wachs. Ganz schwer zu bespielen, der Homburger jetzt. Die haben so Blut geleckt. Klar, sind hier nach einem 0:3 zurückgekommen auf ein 3:3. Die wollen hier natürlich den Sieg holen, aber der OFC muss es jetzt schaffen, irgendwie wieder das Zepter in die eigene Hand zu nehmen bei diesem Spiel. Einwurf gibt es auf der linken Seite jetzt für Homburg, nachdem Mendler da gut dazwischen gegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir das Zepter bei diesem Spiel nochmal in die Hand bekommen. Das Ganze muss jetzt einfach mal über eine starke Offensivaktion wieder in die Richtung des OFCs kippen. Dieses Spiel, es wird, glaube ich, auch die letzte halbe Stunde komplett vogelwild bleiben, so wie es hier bisher ist. Nur die OFC-Offensive muss wieder etwas mehr Zutrauen bekommen. Ganz stark ist, wie das Offenbacher Stadion, wie der Biberer Berg hier gerade merkt. Die Spieler unten auf dem Platz, sie kriegen sich nicht so richtig gestemmt gerade. Dann stemmen wir uns Seite an Seite mit ihnen dagegen, dass dieses Spiel hier endgültig kippt. Und werden hier richtig laut, geben hier richtig Gas, um den Spielern wieder ein bisschen Flügel zu geben. Und Wanner auf der linken Außenbahn versucht dagegen drei Mann durchzuwühlen. Homburg erstmal Zweikampfsieger und dann versuchen sie umzuschalten. Müller gewinnt den Ball aber zurück, ganz stark gemacht. Und jetzt die Chance vielleicht für den OFC ein bisschen in die Offensive umzuschalten. Aber erstmal verzögert rechts raus auf Rafael Garcia. Garcia dann die Linie wollte er entlang spielen, ist ein Homburger dazwischen. Und es gibt Einwurf für den OFC. Und es ist wirklich saustark, wie die Stimmung hier jetzt gerade ist. Einwurf für den OFC, Jason Breitenbach bekommt den Ball wieder und verteilt dann erstmal auf Noel Knote. Knote, wo ist die Lücke? Erstmal Rafa Garcia auf der rechten Seite gefunden, lässt prallen auf Jason Breitenbach mit dem Fehlpass in die Mitte. Ronny Markus ist dazwischen, Homburg kommt aber trotzdem bis vors Tor. Weihrauch mit dem Abschluss, aber den verzieht er zum Glück am rechten Pfosten vorbei. Und Ronny Markus sieht gelb. Okay. Hat in der Bewegung nach hinten vielleicht einen Zupfer. Gab es da? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz. Wir schauen mal in die Wiederholung, ob wir es da mit drin haben. Also Ronny Markus, ja, auf Höhe der Mittellinie war da was. Nicht mehr ganz gesehen, dass er jetzt aber trotzdem nochmal die Chance, weil er auch verzieht. Am Kasten vorbei. Ronny Markus, die gelbe Karte gesehen. Und jetzt der weite Abstoß in Richtung Jan Urbig. Verliert aber das Kopfballduell gegen Ristel. Zweiter Ball bei Sorge. Weiter auf die linke Seite in Richtung Wanner. Steinmetz mit dem Kopf dazwischen. Und OFC holt sich den Ball wieder mit Marc Wachs und Leon Müller. Leon Müller, der sich einmal dreht und Marc Wachs wieder mitnimmt. Wachs auf der rechten Seite. Ganz viel Platz für Jason Breitenbach. Stark gesehen von Marc Wachs. Breitenbach nimmt den Ball gut an. Wird aber gestellt von Markus Mendler. Zumindest gibt es den nächsten Einwurf für den OFC auf Höhe des 16ers.
Jason Breitenbach eingeworfen zu Rafa Garcia, der wieder zu Breitenbach. Der chippt den Ball weiter in Richtung Leon Müller, kommt aber nicht dran, wird erstmal wieder rausgeklärt und es gibt den nächsten Einwurf. Und ich habe das Gefühl, gerade ist vielleicht wieder einer dieser vielen, vielen Kipppunkte in diesem Spiel, wo der OFC sich wieder etwas weiter vorne festsetzt. Jetzt mit einem Einwurf von Jason Breitenbach auf der Verlängerung der 16er-Linie, reingeworfen in den Strafraum, verlängert von Urbich und dann gibt es Eckball für den OFC. Diese kleinen Aktionen, die gehen jetzt gerade wieder für den OFC aus. Und jetzt einfach mal eine dieser Ecken. Die Standards, eine neue Stärke seit dem Start des Jahres 2024. Und jetzt wäre es so gut tun, so wohltuend, so wichtig, wenn der OFC diese neue Stärke jetzt auch in ein Tor ummünzen könnte. Marc Wachs, der Mann mit der Nummer 16, ein Tor hat er schon gemacht heute. Seine Standards haben das Repertoire des OFCs nochmal im besten Sinne erweitert. Und jetzt mit links zum Tor hin, von rechts die Ecke, hebt er die Hand. Jetzt kommt sie reingesegelt auf den zweiten Pfosten ins Nirvana. Aber der zweite Ball ist bei Nazarov, der mit dem Außenriss den Ball links am Tor vorbeisetzt. Das waren doch einige Meter. Der wollte den mit dem linken Außenriss so ein bisschen anschneiden, mit dem rechten Außenriss so ein bisschen anschneiden. Ist ihm nicht ganz gelungen. Wenn ihm das gelingt, dann schießt er hier wahrscheinlich ein absolutes Traumtor. Und wir wissen, dass er das kann. Deswegen ist es richtig, dass er das versucht. Wir haben das Los für die Runde. Und dann gibt es gleich die Zuschauerzahl. Mal schauen, wie viele es heute Abend hier auf dem Biberberg gefunden haben, wie viele Leute. Weiter Ball jetzt von Homburg in Richtung Harris. Nimmt den Ball mit der Brust an. Zweiter Ball bei Mendler. Und er kriegt den Ball auch weiter zu seinem Stürmer. Harris. Liebe Zuschauer. Erstmal gestellt. Weihrauch will Harris wiederfinden. Und dann ist nochmal Weihrauch da mit dem langen Ball auf Mendler. Der legt ab auf Dummel. Nochmal abgelegt. Und dann geht's links raus. In die Spitze zu Mendler im 16er. Gut aufgepasst von Noel Knote. Ball immer noch im Spielfeld. Und dann aber erstmal geklärt. Es gibt die nächste Ecke in diesem Spiel. Und die Waldemar Kleintribüne, sie ertönt nochmal. Also das ist jetzt wirklich ein Spiel auf Messerschneide hier. Absolut Spannung. 3:3 steht es durch ein frühes Tor der Homburger in der zweiten Hälfte. Harris, der einen Doppelpack da gemacht hat. Zweimal cool geblieben ist. Und jetzt also die Ecke Mendler. Irgendwie rausklären, irgendwie versuchen, einen Konter zu fahren. Jetzt kommt die Ecke von Mendler, aber Knote ist erstmal mit dem Kopf dazwischen und Wanner kann den Ball aufnehmen. Och, das ist jetzt aber auch ein sehr gewollter Freistoß von Weihrauch gegen Wanner, kreuzt der Eimer und geht dann, hebt dann ab. Freistoß also für Homburg, das Ganze noch in der Kickershälfte. Ja, gut 40 Meter vom Tor entfernt. Mendler legt sich den Ball zurecht, um diese Freistoßflanke gleich reinzubringen. Markus Mendler. 6.117 Zuschauer übrigens heute im Stadion. Jetzt der Freistoß von Mendler auf den langen Pfosten. Riesenchance. Aber abseits. Dominik Weber. Felix Weber, pardon. Menschenskinners, das ist wirklich knapp. Homburg ist, man muss es sagen, weiterhin mehr am Drücker. OFC gerade mal mit so ein bisschen Entlastung. Aber Homburg drückt da vorne richtig drauf. Immer wieder im Pressing. Brinkis schickt seine Leute jetzt mal nach vorne. Jetzt mit dem Freistoß weit in die Spitze in Richtung Urbich und Nazarov. Mart Ristel gewinnt aber das Kopfballduell. Und Quirin sammelt den Ball auf, ein. Über die linke Seite dann mit Mendler, Harris. Mit der Hacke weiter will er den an Knote quasi vorbeilegen, aber Knote hat das geahnt. Brinkis mit dem weiten Ball nach vorne. Homburg mit dem Kopf dazwischen. Zweiter Ball bei Leon Müller. Ja, und Homburg ist da immer wieder spritzig drauf. Querschläger jetzt von Breitenbach. Ball geht ins Seitenhaus. Ja, und Homburg hat natürlich Lunte gerochen. Schon lange. Einwurf gibt's für Homburg an der Schwelle von Block 2 zu Block 3. Nach vorne geworfen. Hummel holt sich den Ball. Wird verfolgt von Leon Müller. Geht zu Boden und es gibt schon wieder einen Freistoß. Und die kommen sowas von gefährlich in dieser Phase. Ja, nicht nur in dieser Phase, eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit. Weil eben dieser Mann da steht, der mal mit der Nummer 11, Markus Mendler. Und der da immer wirklich mit viel Schmackes reinbringt. Dieser aber kurz ausgeführt. Quirin. Mann mit der Nummer 10 am Ball. Links rausgelegt auf Mendler mit der Flanke am langen Pfosten. Lauert.
Harris, glaube ich, war es und macht sein drittes und schießt das 4:3. Wahnsinn. Eingeköpft ins lange Eck. Homburg dreht komplett das Spiel. Nach einer 3-0-Führung steht es 4:3 für Homburg. Boah. Das ist bitter auf einem ganz anderen Niveau. Und Harris zeigt seine ganze Klasse. Und köpft ein zum 4:3. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn in der 70. Minute. Uiuiui. So. Dima Nazarov zeigt es. Auf geht's. Weitermachen. Auch die Fans kommen zurück. Wirkungstreffer natürlich auch bei uns. Wachst auf die rechte Seite gegeben zu Jason Breitenbach. Der in die Mitte zu Noel Knote. Wahnsinn, ne? Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Links geht's weiter raus auf Alex Sorge. Der findet Dominik Wanner auf der linken Seite. Wird angelaufen von Weihrauch. Und dann zurück wieder zu Knote. Der eins weiter zu Wachs, der die Kugel vorantreibt. Marc Wachs durchs Zentrum. Immer noch Wachs. Jetzt rechts raus auf Jason Breitenbach. Breitenbach überlässt Rafa Garcia. Ja, das sieht aus wie Spielfreude gerade. Guter Pass von Leon Müller und dann ist es Nazarov. Ganz, ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Das war so stark in die Spitze kombiniert. Super Angriff vom OFC und dann ist es der Schuss von Nazarov aus 12 Metern, der fast noch den Außenpfosten touchiert. Aber dann doch knapp vorbeigeht zum Abstoß für Homburg. Wahnsinn, das war sehr gut gespielt. Die sehen das nochmal. Leon Müller mit dem direkten Pass zu Wachs, der in die Mitte nochmal zu Nazarov und dann mit dem Schuss und ist der knapp. Schade, schade. So bleibt es beim 3:4. Boah, das auszusprechen, das tut natürlich weh. Weiter Schlag nach vorne, landet bei Jason Breitenbach mit dem Kopf weiter zu Rafa Garcia. Zweiter Ball ist bei Leon Müller. Leon Müller auf die linke Seite gegeben zu Ronny Marcos. Ronny Marcos, wer löst sich? Wanner holt sich den Ball ab, wird verfolgt, muss zurückgeben zu Alex Sorge. Erneuter Spielaufbau, OFC mit Knote. Knote weiter zu Jason Breitenbach. Breitenbach in die Spitze, ja, sucht da vorne Obich, aber findet leider nur Heilig. Gut dazwischen gegangen jetzt von Marc Wachs, der holt sich den Ball auf der rechten Seite. Wachs, Ball auf dem linken Fuß, immer noch Wachs, rübergegeben auf die linke Seite zu Ronny Marcos. Ronny Marcos. In die Spitze zu Dima Nazarov. Nazarov mit einem Haken, noch ein Haken. Immer noch Nazarov im 16er zurückgelegt auf Leon Müller mit dem Schuss. Oh! Und knapp am Tor vorbei. Wieder sehr knapp am linken Pfosten vorbei. Und jetzt bleibt Mart Rissel auf dem Boden liegen. Oh Mann, 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 Mann. Zwei Riesenchancen für den OFC. Und beide so knapp am Pfosten vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Das ist natürlich, passt das in die Situation. Da hat man dieses Spielglück nicht mehr. In der ersten Halbzeit wären die wahrscheinlich noch reingegangen beim Stand von 3:0. Leon Müller. Oh, ja, ja. Das visiert den kurzen Pfosten an. Aber leider rauscht der Ball links vorbei. 73. Spielminute, Wechsel bei FC 08 Homburg. Nächster Wechsel bei Homburg. Mart Rissel vom Platz gegangen, der Kapitän aufs Feld gekommen, Dominik Schmidt. Und ich glaube, ja, wer die Kapitänsbinde übernommen, kann es jetzt gerade noch nicht sehen. Ja, ist auch nicht so wichtig in diesem Moment. Abstoß gibt es für Homburg nach dieser Großchance von Leon Müller. Weiter Abstoß auf die linke Seite. Jason Breitenbach mit dem Kopf erstmal dazwischen. Marc Wachs mit dem Kopf verlängert. Diman Nazarov, ja, will rechts rausgeben, trifft den Ball nicht ganz richtig. Ball in die Spitze gespielt. Sorge ist da. Kein Foulspiel von Sorge. Leon Müller kann sich den Ball holen. OFC wieder mit leichtem Überwasser. Aber leider laufen sie jetzt natürlich diesem Rückstand hinterher. Alex Sorge. Links raus zu Ronny Marcos. Ronny Marcos in die Mitte zu Marc Wachs. Marc Wachs im Spielaufbau jetzt in der Zentrale. Wachs zu Dima Nazarov, nimmt den Ball einmal an, geht vorbei am Gegenspieler und Weber sieht die gelbe Karte. Ja, im Stadion wurde gezeigt, er hat schon gelb, aber das war in der ersten Halbzeit Rissel. Deswegen sieht er jetzt, glaube ich, erst seine erste gelbe Karte. Hallo, er hat schon.
Freistoß gibt's für den OFC. Halblinke Position, Marc Wachs oder Rafa Garcia. Freistoßchance für den OFC. Gute Aktion, wir haben es gerade mit der Wiederholung nochmal gehabt von Dima Nazarov. Jetzt also der Freistoß. Marc Wachs auf den langen Pfosten, etwas zu lang. Da kommt keiner mehr dran. Schade, schade. Es gibt jetzt den Abstoß für Homburg. Und der OFC wird zweimal wechseln. Die beiden Youngsters kommen rein. Oliver Kovacic und Wasim Karada. Ein bisschen junges, unbekümmertes Personal, das da jetzt reinkommt. Und davor runter geht Alex Sorge. Das heißt, wahrscheinlich wird Jason Breitenbach in Innenverteidigung rücken. Wasim Karada dann als Rechtsverteidiger aufs Feld. Und Leon Müller geht raus für Oliver Kovacic. Das heißt, ein defensiv agierender Mittelfeldspieler, ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler geht raus. Und ein Vollblut-Strafraumstürmer kommt rein. Doppelsturm, Urbich, Kovacic. Die beiden jungen Wilden, sie sollen es jetzt also richten. Auf der rechten Außenbahn Wasim Karada, der sich da aber sogar, glaube ich, offensiv einordnet. Auf der rechten offensiven Außenbahn Wasim Karada. Garcia, der da zurückrückt ins zentrale Mittelfeld. Also Christian Neithardt geht jetzt volle Pulle in die Offensive. Will hier irgendwie noch dieses Spiel drehen. Wasim Karada, erster Ballkontakt ist ein Kopfball. Zweiter nimmt er an der rechten Außenlinie. Weit vorgeschlagen jetzt den Ball. Aber landet bei Markus Mendler. Im Endeffekt wird verfolgt von Rafa Garcia. Mendler gibt den Ball zurück. Und Oli Kovacic geht dazwischen, gibt den Ball ab zu Rafa Garcia. Muss auf links geben zu Ronny Marcos. Schafft das auch, nachdem er zwei Gegner abgeschüttelt hat. Ronny Marcos zu Dominik Wanner. Wird sofort angelaufen von Steinmetz. Ja, und Homburg verteidigt das Ganze jetzt auch gut. Nachdem sie sich da gefangen haben, nach diesem 3:0. Eine ganz, ganz andere Mannschaft gesehen von Homburg. Weiter Ball jetzt von Wachs auf die linke Seite zu Wanner. Abseits ist es nicht. Und es gibt den Einwurf zumindest für den OFC auf der linken Seite. Dominik Wanner überlässt dann aber Ronny Marcos für einen vielleicht weiten Einwurf. Kurz aber ausgeführt zu Marc Wachs, wieder zu Ronny Marcos, der wieder zurück zu Wachs. Wachs auf der linken Seite, Doppelpass mit Wanner, immer noch Wachs an der Grundlinie. Wachs mit der Hereingabe auf den langen Pfosten, aber geklärt zur Ecke. Nächste Ecke für den OFC von der rechten Seite. Menschenskinders, Kaspar, komm, wir schaffen das jetzt noch, um irgendwie den Ausgleich zu holen jetzt erstmal. Der OFC nach Ecken auch wieder davongezogen, nachdem Homburg zwischenzeitlich in seiner Druckphase da mit 4:1 in Führung lag. Jetzt Eckballverhältnis 7:5 pro OFC. Und danach fühlt sich in der letzten Minute nach dem vierten Homburger Treffer ist das Spiel wieder in Richtung Offenbach gekippt. Jetzt ist der OFC wieder im Drücker, produziert wieder die Chancen. Und jetzt der Eckball, Marc Wachs mit links zum Tor hin, hinein in den Strafraum. Und dann ist es Dima Nazarov, der da wegrutscht, weil er sonst zum Ball gekommen wäre. Ein bisschen ärgerlich. So kann Homburg die Kugel da erstmal weit hinten rausklären. Befreiungsschlag. Wasim Karada ist da, der die Kugel aber super runternimmt und dann auf Rafael Garcia ins Zentrum abgibt. Zentrale Position, Rafael Garcia dann rechts rausgelegt auf Wasim Karada. Karada jetzt schon im Strafraum. Ah, und dann ist es das, der ungenaue Pass Richtung Grundlinie zu Marc Wachs. Das darf einem jungen Kerl wie Wasim Karada natürlich mal passieren. Aber ist natürlich ein bisschen frustrierend jetzt für uns. Das war ein vielversprechender Angriff für den OFC, der so jetzt ein jähes Ende findet. Und leider nur in einem Abstoß für Homburg mündet. Kurz ausgeführter Abstoß auf die linke Seite. In der Mitte wird Quirin gefunden. Gut dazwischen gegrätscht jetzt von Karada, der vorne geblieben ist. Homburg hintenrum in Richtung Torwart. Jetzt der weite Ball in die Spitze. Reitenbach gewinnt das Kopfballduell, in die Mitte gelegt. Aber Homburg ist dazwischen und kombinieren sich zum nächsten Konter. Auf die rechte Seite gelegt zu Harris. Ah, Wanner! Kommt zu spät, rutscht aus in Harris, Weihrauch auf die rechte Seite gelegt zu Steinmetz, nochmal zu Weihrauch, Weihrauch auf den linken Fuß, Abschluss, aber geblockt von Ronny Marcos und weiter geht's mit Wanner und Dima Nazarov. Nazarov auf der linken Seite, in die Spitze gelegt zu Oli Kovacic. Kovacic, der jetzt attackiert wird von der linken Seite. Immer noch Oli Kovacic, der in Richtung Grundlinie geht mit dem Beinschuss gegen seinen Gegner, aber dann klärt es Homburg erstmal und spielt den Ball über die Seitenlinie ins Aus.
Phil Harris, der da vorne liegen geblieben ist, nachdem Dominik Wanner in ihn reingerauscht ist, oder beziehungsweise reingerutscht ist. Ist ja ausgerutscht in Harris. Ist aber jetzt schon schnell wieder auf den Beinen. Einwurf gibt's für den OFC. In der 80. Spielminute befinden wir uns. Also das ist jetzt hier Unfassbares, was hier sich abspielt. Dominik Wanner spielt den Ball fair zurück zum Torhüter, der den Ball aufnimmt. Was geht noch für den OFC in den letzten 10,5 offiziellen Minuten? Weiter Ball erstmal in Richtung Harris, hinter das Kopfballduell. Garcia aber dazwischen findet Wassim Karada auf der rechten Seite. Wassim Karada, der zündet jetzt mal so ein bisschen den Turbo, bleibt aber leider am zweiten hängen. Mendler auf der linken Seite gegen Garcia. Garcia, guter Zweikampf von Garcia, geht in die Mitte, aber gut ausradiert da hinten auch von Heilig. Und Doppelpass, Homburg über die linke Seite, machen sie stark. Mendler in die Mitte gelegt. Rechts ganz viel Platz für Steinmetz. Das sehen sie zum Glück nicht. Und Harris kommt aus dem Abseits. Deswegen gibt es den Freistoß für den UFC auf der 16er Grenze. Ja, jetzt schon zum zweiten Mal, wo der FC 08 Homburg ja den Konter wirklich ganz, ganz, ganz schwach zu Ende spielt. Da lag jetzt in zwei Angriffssituationen, Kontersituationen von FC 08 Homburg, die Entscheidung auf der Platte. Und sie haben sie sich nicht genommen. Lassen den UFC damit am Leben. Und so hat der UFC noch 10 Minuten hier auf dieses 3:4 zu antworten. Stadion kommt nochmal und der OFC, er wird auch nochmal kommen. Ronny Marcos, Linksverteidigerposition, langer Ball auf Jan Urbich, der mit der Brust tropfen lässt für Wanner, aber dann ist Homburg dazwischen. Marius, das ist angesprochen, die haben sich da defensiv vollkommen gefangen. Ganz im Gegensatz zum OFC, der immer wieder absolut hanebüchen verteidigt. Ich muss es leider so klar sagen. Und so jetzt Harris ins Spiel bringt, der da aber auch wegrutscht. Und so kann Ronny Marcos erstmal zumindest in den Zweikampf kommen. Aber sie kommen trotzdem über die rechte Außenbahn mit Weihrauch. Flanke hinein, wie kann der denn da so frei stehen? Ball, Kopfball an die Latte. Meine Güte, es ist wirklich auch schon in Freiberg. Ja, das... Klar, hier wird in der defensiven Ordnung, die ist noch groß. Klar, hier wird jetzt auch komplett offensiv gespielt, das ist auch klar. Mittlerweile, glaube ich, ist es eine Dreierkette mit Knote, Ronny und Breitenbach. Rafa Garcia, der abdrehen muss und Breitenbach noch mitnehmen muss. Der rüber zu Knote, der wieder zurück zu Breitenbach, in die Mitte zu Marc Wachs. Was geht noch? Natürlich läuft Homburg jetzt nicht mehr vorne an. Warum sollten sie auch? Sie führen hier mit einem Treffer. Garcia auf der rechten Seite, schon in der Hälfte der Homburger zumindest. Chippass in die Spitze in Richtung Kovacic. Der wird ein bisschen gezogen, aber Homburg sammelt sich den Ball ein und kommt über die rechte Seite. Das sind viele Sekunden Zeit, die jetzt auf Homburger Seite ablaufen. In die Spitze gechippt zu Dominik Schmidt im Zweikampf mit Noel Knote. Bleibt da aber hängen, gut gemacht von Knote. Knote in die Mitte zu Wachs. Er dreht sich einmal auf und spielt zurück zu Breitenbach. Was geht noch? Breitenbach treibt die Kugel voran. Jason Breitenbach rechts raus jetzt zu Dima Nazarov. Mit dem Chippass in die Spitze zu Oli Kovacic. Er macht den Ball gut fest gegen 2, gegen 3. Immer noch Kovacic, dann wieder zu Boden gerissen. Und es gibt nochmal den Freistoß für den UFC. Stark gemacht von Kovacic auf der rechten Seite. Freistoßmöglichkeit UFC, rechte Seite. So ein bisschen, also nicht genau die Verlängerung von dem 16er, sondern etwas weiter zentral davon. Also Möglichkeit vielleicht sogar für einen Direktschuss. Oder Rafa Garcia oder Marc Wachs schaufeln den rein auf den langen Pfosten und suchen sich hoffentlich diesmal den passenden Kopf zur Abnahme. Also Freistoßchance OFC. Marc Wachs oder Rafa Garcia direkt oder indirekt. Marc Wachs wird ihn schon mal ausführen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob er ihn direkt macht oder eben nicht. Wachs angelaufen, abgezogen auf den kurzen Pfosten. Torwart ist da und pariert auf die linke Seite in Richtung Eckfahne. Mendler sammelt den Ball ein und mit seiner Erfahrung bleibt er da auch erstmal dran. Aber zweiter Ball ist schon wieder beim OFC. Rafa Garcia über die rechte Seite mit Jason Breitenbach. Wird von zwei attackiert, chippt den Ball zu Marc Wachs. Der macht eine Bewegung. Wachs mit dem Schuss aus der zweiten Reihe wird geblockt. Zweiter Ball ist bei Karada. Der zieht in den 16er, wird aber gestoppt von Heilig. Gut verteidigt von ihm. Stark verteidigt. Karada setzt nach. Und die Schiedsrichter sagen, das ist ein Foul, ein Stürmerfoul. OFC wird nochmal wechseln für die letzten etwas mehr als 5 Minuten offiziell auf der Uhr. Dima Nazarov geht vom Feld aufs Feld, kommt Almin Mesanovic. Also noch einmal spritzige Beine
für die letzten Minuten. Und ich glaube noch an den Ausgleich. Ich glaube noch dran. OFC wird noch zwei, drei Angriffe haben, die er zu Ende zwingen muss. Erinnert mich von der Spielart, von der ganzen Situation, wie das Spiel jetzt da liegt, extrem an dieses legendäre Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von der anderen Mainseite, wo Maximilian Rossmann da in den letzten Atemzügen des Spiels noch den Treffer für den OFC setzte. Und so ein bisschen fühlt sich dieses Spiel auch jetzt so an. Es war ein wilder Schlagabtausch. Zwei Boxer, die jetzt so ein bisschen in den Seilen hängen. So liegt das Spiel jetzt da. Und aktuell liegt es aber mit den drei Punkten für den FC 08 Homburg da. Und hat der OFC noch einen Haken, noch einen Schwinger? Kann er noch einen Treffer setzen? Zwei Boxer, wie gesagt, die in den Seilen hängen, weil sie sich ein großes Spiel geliefert haben, einen großen Schlagabtausch geliefert haben. Der FC 08 Homburg jetzt mal nochmal mit einem Mendler-Freistoß, der da reingesegelt kommt in den Offenbacher Strafraum. Wieder eingelaufen, wieder Riesenchance und das 5:3, die Entscheidung. Und es war David Hummel, der sich da feiern lässt. Und die Homburger, sie rennen jetzt allesamt in eine Jubeltraube, weil sie wissen, das wird es wohl gewesen sein. 5:3. Der OFC frisst 5 Gegentore gegen den FC 08 Homburg. Und darüber muss man sich sicherlich Gedanken machen. Die Freistöße von Mendler sind stark. Dass sie aber dem OFC derartig um die Ohren fliegen, das darf eigentlich nicht sein. Sehr, sehr ärgerlich. Am Ende war es. Wer hat das Tor geschossen? Ich glaube, Hummel war es, ja. David Hummel, der in der 86. also das 5:3 erzielt. Das ist ein unglaublicher Fußballtag heute. Das kannst du keinem erklären. Fürst mit 3:0. Zauberst dir allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht. Und dann gibt es das Spiel aus der Hand. Und Handspiel wird nicht gepfiffen von Schmidt. Weiter geht's mit Homburger Ballbesitz auf der rechten Seite. Weihrauch. Zurückgespielt zu Steinmetz und dann bis zum Torwart zurück. Weiter Abschlag von Kretschmer. Ist ganz nach vorne. Ronny Marcos mit dem Kopf erstmal dazwischen. Obig verlängert. Aber Homburg steht da hinten sicher und fest. Almir Milanovic, guter Zweikampf von ihm. Und Marc Wachs hält den Ball im Spiel. Wachs stark aussteigen lassen, seinen Gegner. Immer noch Wachs. Und dann findet er Dominik Wanner auf der halblinken Seite. Wanner links raus zu Almir Milanovic. In die Mitte zu Rafa Garcia. Trägt den Ball auf die linke Seite raus. Immer noch Garcia hat den Ball auf dem linken Fuß. Zurück auf Wanner. Kommt dann nochmal eine Flanke rein. Garcia jetzt mit der Flanke auf den kurzen Pfosten. Aber geklärt von Homburg. Und zwar hoch und weit über die Seitenlinie. Einwurf gibt es für den OFC. Ronny Marcos steht bereit, um gleich einzuwerfen. Und findet Dominik Wanner erstmal. Wanner wird gestört. Ball immer noch im Spielfeld. Jetzt ist der Ball im Aus und es gibt Einwurf. Oh. Einwurf gibt es für Homburg. Rechts hinten gibt es also den Einwurf für Homburg. Steinmetz, weiter Einwurf auf Harris, der einmal hoch in die Luft, in die Mitte geklärt. Kopfball landet irgendwie, dann aber sicher beim Torhüter der Homburger, Kretschmer. Der vor Obig den Ball in die Hände nimmt. 88. Spielminute gleich abgelaufen. Und wir gehen in die 89. Minute rein. Weiter Abschlag nach vorne. Breitenbach, der dagegen Harris zu Boden geht und sich ein bisschen wehgetan hat, pfeift jetzt das Spiel gerade ab. Breitenbach gegen Harris und Harris ruft nach medizinischer Unterstützung. Da gegen Breitenbach Freistoß gibt es für den OFC. Es wird auch einige Minuten nachzuspielen geben, das ist auch klar. Aber nach einem 3:0 zu einem 3:5, da ist es doch unwahrscheinlich, jetzt nochmal in den letzten Minuten zurückzukommen. Aber wer weiß, wenn jetzt noch ein Tor fällt, geht vielleicht irgendwie was noch in der letzten Sekunde. Marc Wachs. Marc Wachs beim Freistoß wird ihn rein chippen in Richtung Knote. Erstmal rausgeklärt. Und es gibt den Einwurf gleich für den OFC, weil Wasim Karada ihn jetzt austropfen lässt. Karada
Einwurf zu Mesanovic, der wieder zurück zu Carada. Carada könnte flanken, abgefälscht wird die Flanke und dann ist Mendler zur Stelle, kann sich den Ball einsammeln und weit nach vorne schlagen. Jason Breitenbach und Brinkies weit nach vorne. Weiter Abschlag, Kovacic, ja, kommt nicht ganz dran, erstmal rausgeklärt. Zweiter Ball ist bei Homburg und Mendler spielt zurück in die Verteidigung. Mit dem weiten Schlag in die Spitze jetzt. Hummel holt sich nochmal den Ball, legt ab auf Mendler. Mendler in die Mitte gelegt zu Schmidt, der wird verfolgt von Garcia bis ganz nach hinten zu Weber. Der verteilt auf die linke Seite, aber dazwischen geht Wasim Carada. Zweiter Ball leider bei Homburg, dritter bei Wachs. Wachs über die rechte Seite. Marc Wachs am Ball jetzt mit dem Chip-Pass in die Spitze zu Almir Mesanovic, schon im 16er. Mesanovic abgelegt auf Kovacic. Kovacic mit links aus dem Stand. Kriegt er nicht genug Druck dahinter, hinter diesem Ball. Schade. Etwas zu lange abgewartet vielleicht bei diesem Abschluss. Und wir ja, haben 90 Minuten gespielt. Warten jetzt mal ab, was der Schiedsrichter zeigt. Puh. Schwer zu verdauen, das Ganze hier gerade. Kaum zu glauben auch. Garcia und Wachs. 4 Minuten gibt es obendrauf nochmal. Wachs findet in der Spitze Kovacic, aber der wird geblockt. Und dann geht der Ball zurück zum Torwart. Und ganz nach vorne zu Hummel. Hummel gegen Breitenbach. Dreht er sich einmal, gibt nochmal Freistoß für Homburg. Ah, es läuft natürlich gerade alles für Homburg, das ist klar. Also, boah, das ist unglaublich. Müssen wir jetzt natürlich den Blick sofort nach vorne richten. Am Dienstag geht es weiter. Sportlich, ja, wahrscheinlich das deutlich wichtigere Spiel. Man hätte heute an Homburg vorbeiziehen können. Das ist natürlich, wäre schön gewesen. Wäre Ausdruck dessen gewesen, dass man sich weiterentwickelt hätte. So kann man das jetzt leider nicht konstatieren. Aber am Dienstag im Hessen-Pokal-Viertelfinale, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass du bis dahin die Köpfe wieder frei bekommst. Ist nur ein Verbandsligist, der FSV Wolfhagen, aber es ist der Tabellenführer, die werden nächste Saison Hessenliga spielen. Diesen Gegner musst du ernst nehmen, bis dahin musst du dieses Spiel aus den Knochen und aus den Köpfen haben. Und ja, ich werde da mit bestem Beispiel vorangehen, sicherlich. Ich werde jetzt alles tun, dieses Spiel möglichst schnell zu vergessen. Ich glaube, mein Kollege Schnelker wird das ähnlich handhaben. Na klar. Wachs wird jetzt angelaufen vorne vom unermüdlichen Harris. Zurück zu Brinkies. Brinkies dann weit nach vorne. Quirin dazwischen. Ball landet bei Ronny Marcos mit dem weiten Schlag in Richtung Urbich. Aber Weber gewinnt das Kopfballduell. Zweiter Ball ist bei Almir Mesanovic, der die Kugel aufnehmen kann. Mesanovic treibt den Ball voran, gibt dann rechts raus auf Carada. Aber nicht perfekt getimter Pass. Deswegen geht der Ball dann von Homburg rausgeklärt über die Seitenlinie in den Block 2. Einwurf UFC, Rafa Garcia. Zurück zu Marc Wachs. Marc Wachs eine Station weiter auf Noel Knote. Und Knote ganz zurück zu Brinkies. Weiter Ball von Brinkies ist eigentlich das, was jetzt das Plausibelste ist. Weiter Ball in Richtung Urbich. Gewinnt das Kopfballduell. Und dann gibt es nochmal einen Freistoß für den UFC nach diesem Luftduell zwischen Weber und Urbich. Marc Wachs holt sich nochmal den Ball. Ja, 3 Minuten schon abgelaufen in dieser Nachspielzeit. Freistoß Kickers. Marc Wachs bringt den Ball rein auf den zweiten Pfosten. Erstmal rausgeklärt. Rafa Garcia kommt an den zweiten Ball auf der rechten Seite. Bringt nochmal die Flanke mit dem Rücken zum Tor. Almir Mesanovic nochmal rübergebracht, aber abseits bzw. Abstoß, weil der Ball schon im Tor aus war. Gibt's für Homburg den Abstoß. Ja. Gut. Zeit läuft langsam aber sicher ab. Geht natürlich für Homburg. Ich mache mich mal auf den Weg in den Pressebereich und bereite ihn für die Pressekonferenz vor. Macht's gut von mir erst schon mal. Ja, ihr hört's an der Stimme. Wir sind alle natürlich ja, ein bisschen bedient. Nach diesem surrealen Start ist die Partie ebenso surreal weitergegangen. Die letzten 20 Sekunden der Partie laufen. Der UFC wird mit 3:5 dieses Heimspiel gegen den FC 08 Homburg verlieren. Was so fantastisch angefangen hat. Ja, ging so leider nicht weiter. Es ist verdient, dass der FC 08 Homburg dieses Spiel dreht.
Auch wenn der OFC jetzt nochmal die Chance hat. Kovacic setzt den Ball aber neben das Tor. Wäre nochmal der Anschlusstreffer gewesen. Sicherlich zu spät, um noch den Ausgleich zu machen, aber so vielleicht nochmal die Chance. So ein ganz klein bisschen die Seele nochmal zu pinseln. Also nochmal der Eckball mit rechts von Rafael Garcia zum Tor hin, der jetzt reingetreten wäre, dann auf den zweiten Pfosten. Da ist jetzt erstmal niemand, Ball geht ins Tor aus. Es gibt nochmal Eckball, Almin Mesanovic geht dahin, Marc Wachs auch. Für den kurz aus, Marc Wachs. Und nochmal auf Almin Mesanovic an der Strafraumkante, der zieht da ab. Teuter ist nochmal da, Ronny Marcos haut das Ding in die Nacht. Passender Schlusspunkt. Ja, am Mikrofon verabschiedet sich ein maximal bedienter Kaspar Lauk. Ciao Leute, schaut, dass ihr einen Umgang mit dieser Partie findet. Vielleicht vergessen wir sie alle möglichst schnell und dann sehen wir uns am Dienstag im Kasseler Umland, im Hessenpokal. Ciao.